Oh, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Pen and Paper und auf Dysnomia. Der besten Runde mit den besten Spielern an diesem Abend. Auf diesem Sender, behaupte ich einfach. Das schränkt es ziemlich ein. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum zweiten Teil unseres kleinen Space-Abenteuers. Klein oder groß, so wie die Egos der Leute hier am Tisch. Wir sehen schon, manche Leute spielen eher klein, heute... Ihr Kleinen. Manche Leute spielen heute sehr charaktergetreu. Ihr habt gerade gesehen, was beim letzten Mal geschehen ist. Ein kleines Recap. Es gab diesmal keine Pre-Show, weil meiner Meinung nach das Zwischenleveln wenig Sinn macht bei diesen Kurzabenteuern. Zumindest in diesem Fall machte es einfach nicht viel Sinn, weil noch gar nicht so viel passiert wäre, dass es sich lohnen würde, weitere Skills zu vergeben oder ähnliches. Könnten wir natürlich auch jetzt eine Stunde lang diskutieren. Mhm. Mhm. Das machen wir lieber beim nächsten Mal. Sollte Hallo, das nur okay. mir eines Tages eine Fortsetzung kommen. Genau. Hallo, Budi. Hallo. Schön, dass ihr vier auch wieder hier seid. Guten Tag. Die vier besten Spieler, die man sich nur wünschen kann. Ich hoffe, es wird so unterhaltsam wie letztes Mal, aber ich merke schon, ihr seid alle gut drauf. Und wir haben uns eine Menge Lösungen überlegt, wie wir unsere Charaktere hier noch besser machen können. Haben wir? Als Spielerin habe ich extrem viel Erfahrung. Vielleicht sollte ich das Ruder übernehmen. Von mir aus gerne. Dann setze ich mich da vorne hin. So, wir können meiner Meinung nach relativ nahtlos starten. Fühlt ihr euch bereit? Wisst ihr noch ungefähr, wo wir stehen? Okay. dann noch die obligatorischen Hinweise. Hashtag Spitze Stifte, darüber erreicht ihr uns und die Twitter-Wall zum passenden Format Pen and Paper. Es wird heute wahrscheinlich eine Umfrage geben. Wahrscheinlich, sage ich, denn das ist genau wie letztes Mal wieder ein sehr frei gestaltetes Abenteuer. Das heißt, ihr entscheidet, wo ihr hingeht, wann ihr irgendwo hingeht. Ihr entscheidet, ob ihr Dinge findet oder nicht. Ereignisse werden getriggert oder eben nicht. Und dementsprechend kann es sein, dass es gar keine Umfrage gibt. Sollte es eine geben, ist das ein wenig eine spontane Umfrage. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, wo eine gut hinpassen würde. Aber ich möchte sie noch nicht so doll vorgeben. Das heißt, Verständnis bitte, liebe Zuschauer, sollte es eine Sekunde länger dauern, bis wir dann die Umfrage wirklich einblenden, denn sie wird dann erst getippt. Genau. Ich glaube, das waren eigentlich schon alle wichtigen Hinweise. Den Chat gibt es natürlich auch wieder. Umfragen werden dann über den Chat laufen, per üblicher Befehle. Das sagen wir dann aber auch nochmal an. Und jetzt wären wir startbereit, denke ich. Okay. Also, liebe Regie, Musik bitte. Wir gehen wieder auf nach Dysnomia. Soll ich Musik machen? Oh, das ist ja sehr gut, jetzt kommt's. Also. Bisschen leiser bei uns. Ja, perfekt. Wir erinnern uns, als wir das letzte Mal uns verabschiedet haben von Dysnomia, wart ihr gerade dabei, die Unterkünfte auf der Station zu durchsuchen und wart gerade in das dritte Zimmer gegangen, auf der linken Seite sozusagen. Wir können die Karte, haben wir sie schon da, die Karte zum Einblenden mal eben, damit wir uns erinnern, wo wir eigentlich gerade sind. Ja, ihr seid quasi in dem oberen grünen Raum, der ganz oben rechts, der grüne. Da seid ihr gerade reingegangen, habt in einen Lüftungsschacht über dem Bett geschaut und dann fiel euch ein lebloser Körper entgegen. Ich springe mal auch genau an die Stelle, an der wir gerade sind. Da sind wir. Perfekt. Also, was tut ihr denn nun? Der Körper fällt gerade aus dieser Lüftung. Ich erzähle euch noch mal so ein bisschen, wie der Raum eigentlich aussieht, damit wir alle so ein bisschen sind wieder reinkommen. Sind wir alle in dem Raum? Ich glaube, ja. Doch, ihr seid... Nee, du bist nur per Drohne da? Nee, ich glaube, meine KI und ich sind da. Ja, stimmt. Und doch. Die anderen sind auf der Toilette. Ach, oder? Genau, ihr seid noch im Flur. Ihr habt gerade die Toilette überprüft und seid jetzt wieder im Flur. Das heißt, ihr könnt, wenn wir auf den Plan gucken, wenn ich mich richtig erinnere, ja, ihr könnt sehen, was passiert, zumindest über Eck. Also ihr könnt das mitbekommen haben. Ihr befindet euch immer noch auf der Station. Eine Station, die heruntergekommen wäre, übertrieben, aber perfekt gewartet wäre auch was anderes. Man gibt sich Mühe, aber es ist eben nicht die neueste Technik. Und so sind auch die Zimmer ausgestattet. Ihr seid jetzt gerade eben in einem Zimmer, das fein säuberlich aufgeräumt ist. Also es so, sieht so aus, als hätte alles seinen Platz. Und der Bewohner, die Bewohnerin, scheint zumindest darauf erpicht zu sein, dass alles ordentlich bleibt. Am Türschild stand Elisa Jung. Und bis auf das Kopfkissen, auf dem Krümel von Staub und Dreck waren, die euch dazu verleitet haben, mal zu schauen, was da passiert sein könnte, findet ihr keinen weiteren Dreck in diesem Zimmer. Ihr öffnet also diesen Lüftungsschacht und ein lebloser Körper poltert heraus. Es scheint eine junge Frau zu sein. Oh, Mia! Es scheint mir so, als wäre die Jung verstorben. Ich kann Ihnen dazu nicht viel sagen. Ich analysiere. Ja, Sie haben recht. Ja, würfeln. Wenn du, wenn du wissen willst, ob jemand tot ist, musst aber du... Aber ich bitte Sie, ich wurde programmiert auf all diese Dinge. Ich bin quasi perfekt. Auf was soll ich würfeln?
Für alle, die das erste Mal zuschauen, Simon würfelt jetzt auf Werte, die auf seinem Charakterbogen stehen. Wir spielen das How to be a Hero-Regelwerk, ein Regelwerk, das wir selbst erfunden haben quasi. Das ist ein sehr abgespecktes Regelwerk, in dem es sehr einfach ist, auf Dinge zu würfeln, denn alles funktioniert über Prozentwerte. Hast du irgendwas, das dich dir erlauben würde, festzustellen, ob jemand verletzt oder gar tot ist? Ein Hinweis könnte sein, wenn er nicht mehr lebt. Also atmet. Danke, ich Chef. Habe einen kleinen Spiegel, den könnten wir unter die Nase halten. Ist eine gute Idee. Wo kam das her? ja, würde ich dir durchgehen, dann brauchst du nicht würfeln. Das ist. Spiegel aus. Ich komme aus dem anderen Zimmer gestürmt und dränge mich einfach vollkommen stumpf dazwischen. Mhm. Ey, aber lass mich zuerst ran! Das ich weiß Bescheid! Ich greife hier an die Pulsader. Mhm. Sie ist tot. Nee, würfeln. Auf Medizin. Was hast du da? Fünf. Gut, dann würfel bitte. Würfel. Ich sag mal, warte mal, um 20 erleichtert. Das ist kein schwerer Fall, hier festzustellen, was passiert sein könnte. Was ist das? 14! Ich hab recht! Das ist der erste Wurf, den du schaffst, ja. Oder? Okay, ja, du schaffst es und du stellst fest, dass sie tot ist. Erstickt, nimmst du an. Ich bin hundertprozentig sicher, dass diese Frau gestorben ist. Das arme Wesen ist gestorben. Es war bestimmt eine unglaublich gute Kadettin. Das spüre ich anhand ihrer Halsader. Ich verstehe ihre Diagnose. Erstickt. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist in den Lüftungsschacht geklettert, um in Ruhe und Frieden zu sterben, ohne dass ihr jemand dabei zuschaut. Oder wir haben vorhin die Lüftung ausgestellt. Und sie hat panisch versucht, irgendwie an Luft zu kommen. Dass Menschen Luft brauchen, habe ich nun gemerkt. Das war neu für mich. Tja. Ich habe gleich gemerkt, dass sie tot ist, sonst hätte sie ja nach einem Foto mit mir gefragt. Das ist korrekt. Oh, stimmt. So finde ich das immer raus. Ich finde, du solltest dir trotzdem eins zustecken. Das ist eine sehr gute Idee. Mit Autogramm? Wie heißt sie wohl? Elisa Jung. Lisa Jung. Verstorben. Wie schreibt man Lisa? L-I-H-S-A-H. Du bist so ein kluger Roboter. Team, Moment mal! Wir müssen jetzt einmal durchschnaufen. Ich bitte um höchste Konzentration. Hier ist ein weiterer Mensch gestorben. Das sind schon zwei Leichen auf dieser Station. Boah, du kannst bis zwei zählen. Während du ihr das Autogramm zusteckst, findest du eine Schlüsselkarte der Sicherheitsstufe 3. Anzahl von Atomen an dieser Stelle. Hört mal, ich habe ihr gerade diese Autogrammkarte zugesteckt und habe das hier gefunden. Das ist eine Schlüsselkarte oder sowas, Stufe 3? Mhm. Das steht diese da drauf. Schlüsselkarte Stufe 3. Stufe 3. Die ist farblich kodiert. Hey! Chat, du kannst damit nicht umgehen. Unfair! Dumm. Not Swayze! Not Swayze! Ich gehe aus dem Raum. Okay, wohin gehst du? Auf den Flur erstmal auf nur wieder? Auf den Flur und guck mich um. Mir nach! Ja, wir kommen gleich. Geh schon mal vor. Ja, du stehst ungefähr in der Mitte des Flures. Wenn du aus dem Zimmer kommst, rechts von dir sind die beiden Zimmer, in denen ihr schon wart. Die, an denen einmal Newman und einmal Anik Barth stand. Dann vor dir ist eine Tür, in der du noch nicht warst, direkt neben dem WC. Und daneben ist eine weitere Tür. Ansonsten ist auf der gegenüberliegenden Raumseite keine weitere Tür. Links von dir sind auch nochmal zwei Türen auf der Seite, auf der du jetzt stehst. Können die Karte ja nochmal einblenden, dann ist es ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Vielleicht, damit man weiß, wovon ich rede, wobei die Türen wahrscheinlich noch nicht eingeblendet sind, denn du hast die Räume ja noch nicht betreten. Ja. Ja, tja, so ist das. Also ne? Gegenüber von dir sind noch zwei Türen auf der Seite und auf deiner Seite wären links von dir auch noch zwei Türen, die du noch nicht überprüft hast. Okay, dann gehe ich links in die erste Tür. Ich gebe dir 100 Euro, wenn du rechts in die Tür gehst. Also die Tür neben dem Zimmer, in dem du warst. Also wir reden von der Tür neben dem Zimmer, in dem du jetzt genau. Okay, das ganze Spiel. Okay. Chat, Sekunde. Eines Tages wirst du merken, dass es nicht um Geld, sondern um andere Werte geht. Bitches? Party? Welche Werte? 5? Und geh. Ich gehe in den Raum. Ja, ja. Ah, da ist es. So. An der Tür steht Dylan Miller. What? Dylan Miller. Das sind meine Namen. Das Zimmer ist ganz normal eingerichtet und wirkt verlassen.
Es ist überraschend aufgeräumt für ein bewohntes Zimmer. Und es finden sich allerdings, was komisch ist, überhaupt keine Schuhe im Zimmer. Also in den anderen Zimmern standen Schuhe, die offensichtlich für eben von Bewohnern stammten. Ja, du kannst dich umsehen, wenn du möchtest. Ich sehe mich um. Ja, es gibt Schränke, es gibt einen Schreibtisch, es gibt diverse Schubladen. Was möchtest du dir ansehen? Also es gibt einen Schreibtisch, der ist eben so halb in die Wand eingelassen. Das ist wirklich so eingearbeitet. Also man merkt, das ist so eine Art, diese gesamte Station ist so eine Art Containersystem. Ne? Also wie sie halt auf zig Sternen eingesetzt wurde schon. Und in dem Zimmer ist auch so ein Spind, der auch so halb in die Wand eingelassen ist. Der hat drei Türchen. Es sind aber alle so relativ breit, also eher so kleiderschrankbreit. Ich guck mir erst die Schubladen an, um Schreibtisch. Ja, du findest normale Gebrauchsgegenstände. Scheinbar Andenken, Stifte, Klebereste. Nichts, was jetzt irgendwie darauf schließen lässt, dass er den Schreibtisch viel benutzt hätte. Also kannst davon was mitnehmen, sind normale Gebrauchsgegenstände. Ist eine Pistole dabei? Es kommt darauf an, in welchem Land du lebst. Ja, nein, das ist keine, aber es sind keine normale Gebrauchsgegenstände. Ja. Ist eine Pistole dabei. In Pistolenwelt wäre das ein Gebrauchsgegenstand. Ja, auf Pistolo 4. Mhm. Bekannten Raumstation für Pistolenliebhaber. Ja, ich würde weiter looten, aber ich will auch euch die Chance geben. Ich bin abgedampft. Es ist keine Pistole dabei. Ich bin abgedampft. Sonst würde ich jetzt mal den Spind untersuchen. Ja, aber bevor du das machst, frage ich mal, was die anderen tun möchten. Ich gehe aus dem Raum raus. Ja. Und gehe in eine der verschlossenen Türen. Die nächste. 1-0 vor Chad Banner. Denn Chad Banner ist ziemlich cool. Cool? Ein Wort, das ich aus der Vergangenheit der Erde entnommen habe. Es bedeutet, jemand ist sehr swayzy. Okay, cool. Okay, dann komm mit. Wir gehen hier in diese Tür rein. Die ist noch verschlossen. Vielleicht finden wir was Tolles. Etwas Cooles. Okay, etwas Cooles. Also direkt vor euch wäre tatsächlich eine Tür. Ja, wollt ihr da reingehen? Mann! Ich geh auch mit. Gut, genau. Hier sehen wir die Karte. Also ihr werdet jetzt quasi genau gegenüber von dem oberen dritten Zimmer von links sozusagen. Mhm. Ja, ihr öffnet die Tür und was ihr da seht, erfahren wir nach der Werbung. Eine kurze Unterbrechung und dann erfahren wir, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Bis gleich. Okay. Da sind wir wieder. Wir hatten ein paar ganz kleine Probleme mit dem Grafikrechner, haben es aber jetzt soweit beheben können und können weitersenden. Und bevor wir weiterspielen, habe ich hier eine Kleinigkeit für euch am Tisch, denn wir haben ein Paket bekommen. Das wurde mir so in die Hand gedrückt. Boah, das ist ja schwer. Ja, da ist. Ich weiß schon, was drin ist. Konzipiert. Warte, ich mache das hier vor der Kamera. Ich weiß schon, was drin ist. Scheiße, geht das? Die können wir nämlich auch heute Abend uns einverleiben. Mach sie so. Nee, so doch nicht. Auf die GoPro müssen wir jetzt. Läuft die GoPro überhaupt? Ist aber auch abgestürzt. Ah, doch, da ist sie. Oh. Zettel. Ah! Alter. Was ist es? DVDs. Blu-rays. Aus Österreich, von Patrick. Von Patrick Swayze! Sehr geil, Alter. Ja, dann nehmt euch doch mal alle was raus. Ich weiß schon, welche ich will. Ich will die da ganz links. Unterschied, oder was? Ganz ja, links? Es sind ganz viele verschiedene Sorten. Die wollte ich gerne. Das ist ja geil. Oh, geil. Und da ist eine Tequila Zitrone Salz drin. Die hätte Hannes gerne. Geil. Oh, Bean to Bar. Ich habe nämlich karamellisierte Nüsse. Bio und du hast fair. Ja. Ich gucke mir das gleich an. Das ist ja geil. Vielen Dank. Super. Dankeschön. Schokolade ist immer super. Vielen Dank. Und damit dürfen wir die Musik wieder anmachen und kehren zurück in unser Abenteuer. Achso. Habt ihr eigentlich eure Lebensregler alle? Ja, habt ihr alle richtig eingestellt? Beziehungsweise einen Akkuregler. Wieso steht meiner auf 70? Du hast, glaube ich, WLAN mehrfach benutzt. Und dann irgendwann hast du einen neuen Akku gefunden. Aber den hat jemand eingebaut. Vielleicht ein guter Freund des Hauses. Ich habe einen hervorragenden WLAN-Vertrag. Das kann nicht sein. Roaming-Gebühren. Für die Hölle im Outer Rim. Einer Galaxie. 4 Euro. Vier Euro. So.
Ja, ihr wollt also den Raum direkt gegenüber des Raumes, in dem ihr euch gerade befindet, anschauen. Habt die Tür geöffnet. Oh nein, jetzt habe ich hier für meine CBBs. I love you. Was sind CBBs nochmal? Chad Banner Buddies? Boys. Ah, Chad Banner Boys natürlich. So. Und Girls. Dann müssen es ja CBBGs. Okay, wir sind in den Raum reingegangen. Was geht denn im Raum ab so? Ihr betretet einen Raum, der scheinbar einfach nur ein kleines Lager ist. Okay, cool. Vor euch steht ein gewaltiger Tank, der so einen Deckel hat, den man öffnen könnte. Das ist wirklich ein ganz schmaler Raum, wie so eine kleine Besenkammer quasi. Dieser Tank wirkt aber technologisiert in jedem Fall. Es führen Kabel hin und so. Wow, ja. Kabel! Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Tank. Mit Kabeln. Er hat auch einen Deckel übrigens. Oh, das ist ein Deckel! Ebenfalls einen Deckel! Stellt euch ein bisschen vor wie so eine Art Müllcontainer. Ah, wie der so eingelassen ist. Okay, sollen wir den aufmachen? Ja, auf jeden Fall, Mann. Vielleicht was Cooles drin. Cool. Dann macht ihr nochmal auf, Chad. Okay. Gut. Ist das nicht gefährlich? Nein, Chad. Okay. Du machst das schon. Du öffnest den Tank? Ja. Gut. Dir steigt der beißende Geruch von, und ich möchte es hier nicht verblümen, monate alter Scheiße in die Nase. Es handelt sich offensichtlich um den Behälter für organische Abfälle. Ah, ich dachte schon, die hätten da eine neue Platte hier gelagert. Also es scheint so, als ob die, als ob die Toilettenspülung hier Platte? Reingeht. Mm. Kriegst du im Alter. ja, es scheint auf jeden Fall aber etwas darin zu treiben. Ein Feststoff. Chad! Da treibt was! Greif rein und hol's raus! Aber es ist wirklich sehr ekelhaft! Das könnte verdammt wichtig sein! Meinst du wirklich? Lass ja, Chad! Chad, ich mache das! Ich bin vollständig sterilisierbar! Das hat Dr. Ernsthaft! Mia! Was? Ich war so kurz davor, diesen pubertären kleinen Lümmel dazu zu bringen, auf den Scheiße zu greifen, und jetzt kommst du! Sie haben den kleinen Lümmel! Dr. Ernsthaft! Der war unter der Gürtellinie. Das ist gesagt. Die Lage des männlichen Penis ist unterhalb der Niveaugrenze. Hm. Also greif jetzt in die Scheiße. Fahre Kotprobe ab aus. Gut. Ich bin sehr weit davon entfernt. Mach der Kurve. Moment, greife jetzt. Gut. Dein fahre zurück. Dein standardmäßiger Kotprobat, der zum Einsatz kommt, erweist sich als hochgradig einsatzfähig und ist eine ganz große Hilfe dabei, gerade etwas aus dem Kot zu fischen. Es handelt sich scheinbar um Stoffreste, die aussehen, als ob sie von menschlicher Kleidung stammen. Möchtet ihr sie genauer untersuchen? Also derjenige, der Erfahrung damit hat, an Kot zu riechen, ist ja eindeutig nicht im Raum gerade. Hör ich nicht. Wie wär's, wenn du das mal analysierst? Analysierst du die Scheiße jetzt vielleicht? Ich analysiere menschlichen Code. Tüdelüt. Möchten Sie das Ergebnis wissen? Nee. Der Mann, dessen Code hier untersucht wird, hat Darmparasiten. Viele, viele, viele Bakterien. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem. Also, ihr habt jetzt eine Menge über den Kot erfahren. Es ging natürlich primär um das Kleidungsstück. Es war außerdem ein Kleidungsstück. Ich scanne es kurz nach, was auch immer. Gut, dein hervorragender Next-Level-Scanner findet heraus, dass ein kleines Label in der Kleidung ist, auf dem DM steht. Ja, das ist eine Drogerie. Sehr günstiger Stoff. Das ist korrekt. Von Hand geschrieben ist es allerdings. Könnte dies die Initialen von Dylan Miller sein, dem dieses Gebäude gehört? Fragezeichen. Nein, Dylan, ihr wart nur im Zimmer von Dylan Miller, also einer von euch. Also, DM, das könnte sein, aber warum sollte er seine eigene Kleidung rausscheißen? Naja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er war verdammt spät dran, oder er wurde hier entsorgt.
Nur weil ihr es wahrscheinlich nicht mehr wisst, ihr habt beim letzten Mal auch in einer der Toiletten Stofffetzen gefunden. Was natürlich nicht dagegen spricht, dass er seine Kleidung selber rausgeschissen hat. Wollen wir die beiden Stofffetzen vielleicht vergleichen? Das ist eine gute Idee. Okay. Hat den Stofffetzen zufällig jemand eingesammelt? Daphne! Während du zum Schrank schlenderst, hörst du plötzlich eine Stimme, die nach deinem Namen ruft. Was? Hier muss man sich eintragen für die Kandidatenliste des Präsidentenamts der Galaxie. Und ich laufe hin. Was? Wo? Wann? Hier, da in dem Container musst du mal schnell reinspringen. Du siehst das volle Schauspiel. Und ich drehe mich ganz langsam um und will gerade wieder zurück. Daphne! Wir brauchen ein Stück Stoff. Das, an dem du immer schnüffelst. Ich habe gar kein Stück Stoff. Wo ist das kacke Stück Stoff? Was du aus dem Klo hast. Ich habe es mitgenommen, ja. Ne? Nee, habe ich nicht, ne? Nee. Kannst du es mal bitte holen? Wir brauchen das zur Analyse. Chad. Ja? Du hier mit deinen Konzerten und sowas, ne? Aha. Kennst du ja mit Stoff aus, oder? Ja, aber nicht den Stoff, den man anziehen kann. Swayze. High five. Schade, ich dachte, das dauert auch so lange. Ja, warum soll ich ein scheiß Stück Stoff holen? Wir haben hier so ein Stück Stoff in der Scheiße gefunden und wir haben überlegt, also eigentlich war es Dr. Ernst, der gesagt hat, da gab es doch schon mal ein Stoffstück Scheiße. Ein Indiz? Ein weiteres Indiz? Für die Lösung unseres Problems? Ja, genau. Gib mir das her. Ihr Genie. Daphne. Gut, du greifst den mit Scheiße getränkten Lappen. Und wie riecht's? Erzähl mir alles darüber. Ich kenne aber sehr, sehr große Kenntnisse in Chemie, Biologie und Medizin. Mhm. Aber es ist doch nur Scheiße. Chad, du kennst dich überhaupt nicht aus mit der menschlichen Biologie, wie man sieht. Daphne! Ja? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen den hochintelligenten, von mir programmierten Mia-Androiden, der dafür spezialisiert ist, Scheißfetzen zu analysieren, die Scheißfetzen analysieren, oder wir lassen dich das machen. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass das menschliche Gehirn weitaus höhere Kapazitäten trägt als ein Blechbox. Ich würde die Meinung von Daphne sehr interessieren. Ich analysiere auf den Scheißfeststoff. Was möchtest du würfeln? Hast du zufällig auf Sanitäranlagen? Auf Biologie. Fünf? Ja, fünf. Okay, für Biologie. Wobei, was auch hier ja. Was genau willst du rausfinden, ob es Stoff ist? Wobei, oder? Nee, ist nicht erleichtert, weil du vorbeeinflusst bist. Weil halt alle von Scheiße reden, erwartest du natürlich. Ist auf Würfel mal auf ganz normal. 13. Das ist nicht so hart daneben. Ja. Aber daneben. Du vermutest, da steckt mehr in der Scheiße. Was kannst du nicht? Doch, du glaubst, da ist was. Wo jetzt? Da solltet ihr weiter nachforschen in Richtung Kot. Also dieser Tank birgt Geheimnisse. Da ist irgendwas. Ich bin mir sehr sicher. Damals, als ich an der Uni war, bevor ich von der Uni geflogen bin, da habe ich herausgefunden, im Biologie habe ich sehr gut aufgepasst, das ist nicht normaler Kot. Was? Hier, bitte überprüft es nochmal. Mein Name ist 1-0, wie Sie sicher wissen. Daphne? 1-0-1-1-0-1-0-1, ist mir egal. Bitte analysiere. Zusätzlich. Analysiere. Ja, würfel mal auf WLAN. Wie viel hast du bei WLAN? Ich weiß deinen WLAN-Wert nicht. Genug. Mehr als 34? Ja. Gut, dann ist der Wurf gelungen. 15 Energie abziehen, bitte. Auf deinem Lebendings. Energieleiste wird nun um 15 runtergesetzt. Das heißt, du bekommst die korrekte Antwort und die lautet, es ist ganz normaler Kot. Das ist einfach nur ein Stück Fetzen von irgendeiner Form von Kleidung, an der Kot haftet. Von diversen Personen, denn ihr habt es aus einem Kottank. Vielleicht ist in dem Tank noch mehr als nur ein Stofffetzen. Das ist eine gute Idee. Was hältst du davon, wenn du mal darin rumfühlst? Wieso denn ich? Wieso nicht sie? Weil du das gut kannst. Okay. Cool, danke, Mann. Swayze. Gut. Ja, ihr habt also... Okay, ich gehe zurück zu dem Tank. Zum Tank oder zu dem Klo, wo das erste Mal Stofffetzen... Nee, zu dem Tank. Okay, ja. Und guck noch mal rein, ob da noch mehr drin schwimmt. Wie genau möchtest du nachgucken?
Chat, Junge! Ja, also auf den ersten Blick... Nimm deine Hand und wühl da drin rum. Vielleicht ist da eine Leiche drin. Bringt mir da... Tanzen was? Also ich sag mal, wenn du sagst, du möchtest dem ausweichen, würde ich dir so einen soliden Disco-Wellen-Move erlauben. Dass du ein bisschen wir schneller das durchsuchst. Irgendeinen Gegenstand, mit dem man da so rumrühren könnte oder so? Nee, ne? Hat einer von euch irgendwas? Ja, er hat einen Arm, aber... Naja. Aber er hat kein Gespür im Arm. Gerne also, meinen Arm benutzen. Okay. Er ist ausfaubar. Hey, 1-0, kann ich kurz mit deinem Arm ein bisschen in der Scheiße rühren? Selbstverständlich, es ist mir völlig egal. Scheiße bedeutet mir nicht viel, mehr oder weniger. Warte mal, als zum Beispiel mit Dr. Ernsthaft. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Was haben Sie vor? Ich gehe total entnervt einmal kurz raus und hole diesen anderen Stück Stoff. Ja. Also ich wälze die gesamte Tonne einmal um, ja. Okay. So wie und gehe wieder nach zurück, oben. Ne? Also ja. Ich gehe dann. Ja. Ihr findet nichts weiter. Nichts gefunden. Seid ihr sicher, dass da nicht was ist? Wollt ihr nicht nochmal nachgucken? Okay. Derweil kehrt Daphne mit dem Stofffetzen zurück und beim Abgleich merkt, es handelt sich um den gleichen Stoff. Irgendjemand auf dieser Station hat Nüsse gegessen. Und Mais. Und Mais. So, hier, da. Mir ist aufgefallen, beide Stücke Stoff gehören scheinbar zum gleichen Kleidungsstück. Und jetzt? Ja, Chad, kannst du wenigstens ein bisschen kombinieren? Also, wenn beide Stücke Stoff von der gleichen Person sind, dann hat diese Person vermutlich das angehabt. Nein? Doch, doch. Okay. Doch, du bist auf dem Weg. Mach weiter, du bist okay. Da was dran. Und diese Person heißt vermutlich DM. Oder Dylan Miller. Okay, also das eine Stück Stoff ist in diesem riesigen Scheiße-Tank, wo sich offensichtlich die ganze Scheiße aus der Station sammelt. Und das andere lag auf der Toilette. Das könnte ja nun mal sein. In der Toilette. Dass das die Toilette ist, in die geschissen wurde. Von Dylan Miller. Und ein Fetzen hat es bis in den Tank geschafft und der andere liegt noch auf der Toilette. Die Frage ist, warum scheißt Dylan Miller Stoff? Warum interessiert uns das überhaupt? Dann gute blass mir Frage. Angesichts der Tatsache, dass es hier offensichtlich sich um ein menschliches Problem handelt, schalte ich mich nun für mehrere Minuten ab. Gut. Gut, was möchtet ihr als nächstes tun? Also in dem Raum ist wirklich nur der Tank. Ja, das ist einfach nur ein riesiger Tank voll Scheiße. Und in dem Tank ist auch nichts, dann gehen wir jetzt da wieder raus. Okay, dann gehe ich jetzt... Okay, ich habe genug von diesem Kackhaus hier. Ich geh in den nächsten Raum. Mal gucken, was da ist. Hoffentlich eine Dusche. Alles klar. Ja, ich geh mit. Nächster Raum auf der Seite oder in den Raum, aus dem Daphne schon kam? Nee, nächste verschlossene Tür, da ist ja noch okay, eine. Okay, ja. Gut, du betrittst die Kantine. Sekunde. Die Kantine ist direkt neben dem scheiße Tank. So. Der Raum ist groß. Überraschend groß. Denn ihr wisst ja mittlerweile, dass die Besatzung eigentlich nicht allzu üppig ist. Er wirkt sauber und gut in Schuss. In einer Ecke zieht ein Putzroboter seine Bahn. Oben auf ihm sitzt ein kleiner Wassertank und unten wischt er fleißig den Boden. Ein Saugrüssel reinigt die Tische. Oh, hallo. Wir kennen uns. Waren wir nicht auf derselben Programmierschule? Hallo, Roboter! Das ist aber ein lustiger Akzent. Hallo, du darfst mich 1-0 nennen. Also, für euch scheint es keine Form von Kommunikation zu sein. Der Roboter macht einfach unregelmäßig Geräusche. Der Putzroboter ist ein Comedy-Genie. Er hat mir ein paar sehr lustige Sprüche über euch gerade erzählt. Er weiß offensichtlich mehr, als er zugeben will. Hey Roboter, weißt du etwa, warum hier überall Stofffetzen im Klo liegen und alles zugekackt ist? Du musst dich doch auskennen, du bist der Putzroboter, du musst das alles sauber machen.
Ich gehe wieder zurück. Er zieht munter seine Bahnen und putzt weiter die Kantine. Ich gehe dabei wieder. Von der Kantine geht übrigens eine weitere Tür ab, das ist wichtig. Ich untersuche den Roboter. Ich habe ja interstellares Wissen. Also ich will nur einmal, lass mich nochmal fix den Raum beschreiben. Ja. Du kannst es gleich machen, nur dass wir einmal alle in einem Bild sind. Also die Kantine hat in der Mitte einfach so typische Gruppentische, wo eben auf beiden Seiten eine langgezogene Bank ist. Hinten ist so eine Essensausgabe, wo, wie man das so aus Filmen mit irgendwie so große Kantinen eben. Ja, Space Kantine. Und daneben ist aber nochmal eine Tür, in die man halt reingehen kann, wo man halt quasi in den Küchenbereich kommen würde. Da ist das Licht momentan aus, hier ist normale Beleuchtung. Entschuldige, okay, jetzt. Ich habe ja bestimmt so einen Putzroboter bestimmt schon mal gesehen. Ja. Und absolut nicht ungewöhnlich. Würde den jetzt gerne mal näher untersuchen, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten im Gegensatz zu den anderen Putzrobotern, die ich hier so gesehen habe. Nö, also das ist ein ganz normaler Putzroboter. Ungewöhnlich ist natürlich, dass der mit Wasser putzt, weil Wasser wirklich selten ist auf solchen Stationen. Das wird eigentlich in der Regel nicht. Also es ist, du kannst jetzt auch nicht beschwören, dass es reines Wasser ist, aber es ist zumindest eine Flüssigkeit, die wie Wasser anmutet. Und der Tank ist relativ üppig. Er hat ein Bedieninterface, ganz normal. Also ist programmierbar, so wie die meisten Putzroboter. Also es ist auf den ersten Blick für dich ein handelsüblicher Putzroboter. Du kannst natürlich sagen, ich möchte ins Interface gehen, sozusagen in die Software. Ich würde gerne ins Interface gehen. Okay, hast du irgendwas? Ich habe schon mal so einen Roboter gesehen. Hm. Ich glaube, die kann man umprogrammieren. Natürlich. Doch, ernsthaft. Hast du irgendwas, das damit was zu tun hat? Interstellares Wissen. Ja. Was einfach alles bedeutet. Ja. Wir haben uns dabei, das war aber eher wie urbanes Wissen angelegt. Ne? Wir sind davon ausgegangen, dass du so gesellschaftliche... Hast du moderne Geräte oder irgendwie sowas? Tanzen, singen? Chat, was willst du denn machen mit dem Roboter? Sollen wir mal drauf gucken? Vielleicht kann ich dir helfen. Also wenn du willst, kannst du einen allgemeinen Wissenswurf machen. Soll ich nicht ein kleines Gespräch mit dem Roboter anfangen? Wir sprechen zufällig dieselbe Sprache. Lass mich jetzt endlich mal ran, ihr labert mir zu viel rum. Und ich gehe hin und versuche mit meinem Space Vehicle ihn zu hacken. Okay, wie viel hast du da? 5? Alter, kannst du auch würfeln? Ja, nur 5 drauf. 99. Gut, du tippst ein wenig wild darauf herum und merkst, dass immer mehr rote Meldungen erscheinen. Die dir scheinbar, die kommen dir allerdings die Bestätigung für das vor, was du da siehst. Und Leute, muss ich konzentrieren! Der Buchstabe Y ist sehr häufig in Gebrauch. Plötzlich fängt das kleine Maschinchen wie wild an, sich im Kreis zu drehen und saugt eigentlich nur noch. Also man hört wirklich so ein. Na toll, Daphne. Ich hab ihn kaputt gemacht. Also ich hab ihn zum Saugen programmiert. Ich hab gedacht, euch freut das. Chef, kannst du mir mal den Roboter bringen? Was ist, wenn er explodiert? Dann bin ich tot. Ja, aber dann sollte ich ihn dir vielleicht nicht bringen. Das ist eine gute Idee, Chef. Das ist eine erstaunlich gute Idee. Okay, dann lassen wir ihn da stehen, oder was? Vielleicht sollten wir schnell, da ist noch eine Tür, lass uns schnell in die Kammer gehen. Er ist noch ein Putzroboter. Aber auch der kann explodieren. Ist es nur ein Putzroboter oder ist es auch ein Saugroboter? Wenn es auch ein Saugroboter ist, könnte ja sein, dass er Gegenstände eingesaugt hat, die vielleicht von Interesse für uns sind. Das ist nicht wieder typisch, dass Sie sich mit Saugrobotern auskennen. Ja, genau so habe ich dich ja programmiert. Es ist übrigens eigentlich kein Saugroboter. Es ist kein Saugroboter im Gegensatz zu dir. Ich gehe wieder zurück in den Raum zu dem Spind. Okay. Ich gehe in die Tür, die du erwähnt hast. Gut, dann. Und ich kümmere mich um den Roboter. Alles klar. Du öffnest die Tür, du siehst erstmal nichts, hat dunkel. Dann mache ich Licht an. Gut. Als du das Licht einschaltest, der grinst schon, nee. Bricht plötzlich ein Feuer aus. Feuer. Es scheint fast Feuer. So, als hätte jemand Feuer. Das Ganze sabotiert. Feuer. Ich schwöre, ich habe einfach nur das Licht angemacht. Ja, es bricht wirklich in der Raumecke, bricht ein Feuer aus und greift relativ schnell auf die Schränke über. Oh, ich schnappe mir den Putzroboter. So einen leichten Alarm, der beginnt, ja? Schnappe mir den Putzroboter und reiß da den Deckel ab und kipp die Flüssigkeit darauf! Gut, ist schnell geschaltet. Du hast auch das. Gut, du reißt es, drängst dich an ihm vorbei und kannst tatsächlich. Ah, wobei, warte mal. Also, du, das Abreißen ist kein Problem. Sag mal, was du so auf Handeln hast. Auf Feuer löschen. Da hast du einen ziemlich hohen Durchschnittswert. Ja. 40. Mindestens, ja. Na, würfel aber trotzdem mal auf Handeln um 20 erleichtert. Ich will nur im Sinn, ob du es sofort in dem Hieb, den du gerade beschrieben hast, hinkriegst. Also das Abreißen gelingt dir mit den Skills, die du hast, ohne Probleme. Halt, warte noch. Das Feuer sieht voll cool aus. Darf ich mit drauf? Okay, jetzt. Alter. Gut, 88 ist nicht ganz der richtige Wert. Du triffst einen Großteil des Feuers, kannst du sofort löschen. Allerdings ist der Tank leer und es ist noch etwas mehr übrig. Chat! Ja. Gib mir bitte schnell deine Weste! Frag nicht, gib sie mir schnell!
Aber das ist eine echte... Chat, es ist ein Notfall! Johnson DiMario! Ich weiß nur, die Johnson DiMario kann uns retten! Oh Mann! Schnell, Chat, schnell, Chat! Davon gibt es nur 3 Stück und die haben alle ich! Chat! Zu deinem Glück ist Johnson DiMario schon vor Jahren auf komplett unbrennbare Synthetikstoffe umgestiegen, weil nur absolute Vollidioten die Westen tragen und sich relativ häufig abgefackelt haben. Damit schaffst du es also, dieses Feuer zu ersticken. Gut geschaltet und so, schnell geschaltet. Oh, meine Johnson DiMario! Sei mal froh, die anderen, die du hast, sind jetzt noch exklusiver. Du kannst also verhindern, dass die gesamte Station Feuer fängt. Die Küche ist jetzt nur zu Teilen angefackelt, aber... auf den ersten Blick siehst du mit deinen technischen Fähigkeiten, irgendwas stimmt hier nicht. So, also das ist kein Kabelbrand, der so mal eben puff in eine Ecke ausbricht. Leute, ich will euch nicht unnötig beunruhigen, aber ich denke, das hier wurde manipuliert. Eventuell wird uns jemand töten. Ich will euch aber nicht beunruhigen. Jemand töten? Aber das geht nicht. Ich habe ein Konzert nächste Woche. Ich weiß schon, das müssen wir deswegen verhindern. Das Konzert? Nein. Und ich habe eine Katze. Gut. Ja, okay. Jetzt vielleicht Daphne, du die kommst. Muss gefüttert werden. Du kommst am Spind an. Ja, ich mach den Spind an auf. Hier hängen Leben. Chat. Gut, Sekunde. Oh nee, wie du guckst, da kommt jetzt irgendein Vieh raus. Du musst da nur einmal hingehen und erstmal gucken, was da ist. Er wieder, der Hauge. Ich sehe da schon kommen. So, du öffnest den Spind, als plötzlich ein Druide hervortaumelt. Klackernd und zischend scheint der Druide völlig desorientiert, wild um sich zu schlagen. Kurze Frage, ein Druide im Sinne von Star Wars oder von Asterix und Obelix? Star Wars. Okay. Also es ist einfach ein Roboter, humanoid, so menschenähnlich. Allerdings ganz, ganz frühe Generation, also wirklich so eine Art Klappergestell. Ich kann mal kurz, ich habe glaube ich auch eine schöne Beschreibung für das. Also eher so wie C3PO oder ja, was? Ja, C3PO in ganz frühem Stadium quasi. Also es ist wirklich C1PO. Offenes, C1PO, ja. Hallo, der kommt aus dem Schrank raus. Hallo. Du bist gar nicht im Raum. Aktiviere Kommunikationsprotokoll. Roboter können sich untereinander spüren. Würfel durch WLAN. Würfel mal auf Hacken oder so. Hacken? Hast du irgendwas, das rechtfertigen würde? Hacken. Ja, programmieren halt. 1-0 hat Hacken. 54. Gut, dann würfel mal auf Hacken, ja doch, Standard. Berechne Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit liegt bei 98. Hast du 98 gewürfelt? Nee, doch? Echt schissig. Ja. Echt? Ist das ja. 98? Ja. Das betrachten wir als üblen Fehlschlag. Gut, der Roboter, du merkst, dass dieser Roboter eine Sekunde innehält, dann sich zur Tür dreht und auf die Tür zustürmt, in Richtung Flur rennt. Ihr hört ein lautes Poltern, das auf dem Flur ist. Was tust du? Denn du merkst, irgendwas ist schiefgegangen. Halten Sie bitte den Roboter auf! Halten Sie ihn auf! Halten Sie den Roboter auf! Ja, also ich bin am nächsten dran, oder? Ja, du kannst was tun, wenn du möchtest. Halt! Und also er ist mit dem Rücken zu mir, oder was? Ja, er ist jetzt mit dem Rücken noch zu dir, ja. Gut, Spacecraft-Mager, ich springe mit dem Knie. Mit dem Knie springe ich richtig hoch, mit dem Knie hier ins Genick rein, weil es ja menschenähnlich. Aber ich, und auf einer Seite versuche ich noch die Hand irgendwie zu ziehen und den dann halt so polizeigriffmäßig auf den Boden auf. Also du springst ihm mit dem Knie ins Genick, während du einen Polizeigriff durchführst, um ihn zu fixieren. Alter, hast du nie auch einen Back gesehen? Ey, ich will nur genau wissen, was du tust. Genau. Das ist nicht meine Liga, in der du das spielst. Oh, wow, du kannst Spacecraft-Mager? Ja. Okay, dann würfel mal auf... Ey, allein, dass ich das sagen muss, dann würfel mal auf Spacecraft-Mager. 70. Was hast du da? 80. Nee. Das hast du hast ja geschafft. Ja. Gut, Wow! KSKM, Bitches! Du springst ihm wirklich auf den Rücken und fixierst den Roboter am Boden. Ihr hört ein lautes, metallisches Kratzen, während der Roboter zu Boden geht und über den Boden schleift, während er ihn fixiert. Auf dem Hinterkopf liest du 4NN1. Okay. So scheint dieser Roboter zu heißen. Wie heißt er? 4NN1. Ah, nee. Ja. Okay. Okay. Der Roboter zappelt und windet sich, allerdings sitzt dein Griff halten, relativ fest. Ja. Okay, genau. So. Wo willst du hin? Er antwortet dir gar nicht. Also hat überhaupt keine Form, hat auch im ersten Moment überhaupt keine Form von Sprache von sich gegeben oder so. Wirkt einfach nur außer sich und schlägt wild um sich. Mhm. Wirkt auch unfertig. Also jetzt, da du nah dran bist, merkst du noch mehr, dass irgendjemand hat an diesem Roboter rumgefummelt, auf jeden Fall. Sehe ich irgendeine Schnittstelle, irgendwas, was an ja, hat eine standardmäßige Schnittstelle. Einfach hier ganz normal im Nacken haben die so einen Standardport quasi. Okay. Ja. Hey, du kannst doch mal die Keycard da reinstecken. Dr. Haft!
Und die haben auch ein Bedieninterface, diese Roboter. Die haben auf dem Rücken so ein, kannst du quasi ausklappen, ist ein ganz normales Eingabeinterface. Was hast du jetzt wieder gemacht, Daphne? Dr. Haft, helfen Sie mir bitte. Sie müssen ihn festhalten, weil nur ich... Nur kurz, was tut ihr beiden, nur damit ich weiß, wo ihr seid, während das alles passiert? Also nochmal nur zum Verständnis, der kam aus dem Raum, den ich aufgemacht habe. Gegenüberliegend. Da war ich zuerst dran. Aber alleine. Im Raum an der gegenüberliegenden Wand im Raum, oder was? Nee, er ist nicht in dem Raum, in dem du bist. Er ist in einen anderen Raum gegangen. Können die Karte ja nochmal einblenden, dann okay, sehen wir es auf jeden Fall. Richtig, ja. Gegenüber von der Kantine ist quasi noch ein Raum gewesen. Müsste ach, grün da ganz ist der Druide. Dann habe ich das doch gar nicht gesehen. Oben ganz rechts, grün quasi. Da ist er gerade rausgekommen. Und da, zwischen der Tür und der Tür da drunter, da seid ihr gerade. Das ist die Kantine. Wisst ihr, wo ich meine? Ja. Genau, und da liegt er jetzt auf dem Flur. So halb in der Tür. Und Daphne hockt auf ihm, drückt ihn zu Boden. Ihm, ihr, es. Was hältst du davon, wenn du ihn festhältst und ich hack ihn? Ich bin sehr bewandert im Thema Hacking. Das weiß ich, du bist in allem sehr gut. Aber du bist auch sehr gut in Halten. Dankeschön. Ich bin eine künstliche Intelligenz. Hacken ist quasi für mich wie für Sie. Atmen, scheißen, essen, scheißen. Tanzen? Tanzen. Okay. Skypen. Performen. Yeah. Okay, wir haben's verstanden. Ich singen, mach's trotzdem lieber selbst. Hologramme schreiben. Dann mach. Wieso? 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 Gut. Und bevor du hackst, machen wir eine kleine Pause und sehen nach der Werbung mal kurz, was das ergibt und wie weit ihr noch kommt mit diesem Roboter. Bis gleich. Man-shaped Computer. Herzlich willkommen zurück auf Dysnomia. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen fast nahtlos weiter, denn wir haben gerade etwas Wunderschönes gefunden. Ich weiß gar nicht, können wir es zeigen, liebe Regie? Wir haben nämlich ein so großartiges Bild per Twitter bekommen, dass wir alle... Uns ist fast die Brezel aus der Fresse gefallen, möchte ich sagen. Piercing. Celine! Ansonsten blenden wir es gleich mal ein, sobald wir das technisch hinkriegen. Celine hat das gepostet. Mhm. Das ist wirklich... Der, okay. Das kommt aufs, wir kriegen es gleich hin. Ich habe es gerade rüber geschickt, aber ich habe es leider per Slack geschickt und das bringt nicht viel. Wir blenden es gleich ein, einfach nach. Müssen dann zeigen wir es mal. Eine ganz tolle Arbeit, so wie viele andere, die wir jetzt schon auf Twitter gesehen haben. Hashtag Spitzestifte, Hashtag Dysnomia hat sich auch ein bisschen durchgesetzt. Könnt ihr natürlich auch gerne benutzen, genauso wie Hashtag RBTV. Und damit machen wir weiter. Du, stimmt, wir sollten ein offizielles benennen. Ich finde Hashtag Spitzestifte immer noch gut. Spitzestifte. Also Spitzestifte. Ja. Ich finde Hashtag Spitzestifte gut. Das hier ist Spitzestifte und das Hashtag ist Spitzestifte. Gut. Mann, ne? Never change a running Hashtag. Don't do it. Durch das. So, Freunde, du wolltest gerade diesen Roboter hacken. Ja, kein Problem. Blasphemie. Blasphemie. Menschen hacken Roboter. Was kommt als nächstes? Mia, ich habe dich programmiert. Ich kann dich wieder deprogrammieren. Und ich habe mich von ihnen schreiben lassen. Keine gute Entscheidung. Hast du Hacken oder irgendwas Vergleichbares? Ja, ich habe Programmieren 100. Gut, dann würfel mal auf Programmieren, allerdings um 30 erschwert, weil es nicht genau erschwert. Der Vorgang ist. Aber würfel mal um 30 erschwert. Na, 20 erschwert. Ja, 100, ich wollte sagen, ich habe hier, bitteschön. Kann man nicht sagen, um 10 erschwert. Was hast du gewürfelt? 90? Hast du wirklich 90 gewürfelt? Sehr gut. So gut. Ja, leider ein Fehlschlag. Du findest keinen Zugang ins System dieses Roboters. Im Gegenteil, irgendwie hast du dich wohl vertippt und ein kurzes Armzucken trifft dich leider sehr ungünstig am Schenkel. Sie flexiert ihn doch! Das gibt einen bösen blauen Fleck. Ziehen wir 5 Leben ab. Du Ratten. Rattenmann. Ah! Goddammit! Jetzt bin ich hier ausgerutscht! Mia! Komm her, du mit deinen zynischen Kommentaren! Ah, jetzt haben wir das Bild da, wir gucken es mal kurz an.
Das ist so hervorragend. Eine ganz tolle Arbeit. Also stellvertretend für unglaublich viele hervorragende Arbeiten, die uns so im Laufe dieser Pen-and-Paper-Reihen schon erreicht haben. Aber das ist eben eine herausragend, wirklich schöne Arbeit. Vielen, vielen Dank dafür an Celine. Hammer! Twitter-Name war, ich guck mal eben nach, damit wir es auch immer schön, ne, damit die Leute die Anerkennung kriegen, die ihnen gebührt. Paradrawmal. Paradrawmal. Drawmal. Ja. Ich hab dich doch programmiert mit der Fähigkeit zu programmieren. Jetzt hack den Roboter. Oh, sie ist beleidigt. So kenne ich dich. Jetzt ist sie beleidigt. Da ist das Ego zu groß. Hätte ich mal besser nur eine Festplatte genommen für dein Ego. Oh, es reicht mir. Jetzt programmiere ich selber um. Daphne, nein! So, ich mach das. Daphne! Ja, okay. Dafür musst du natürlich eine Hand lösen, ne? Also dein Griff wird leichter dadurch. Soll ich's besser machen? Ich weiß nur auf hin, ne? Kannst ja nicht zaubern. Ich spiele sehr viele Videogramme. Ich gehe gefährlich jetzt, ne? Sehr gut. Aber ich muss eigentlich einen Charakter ausspielen. Ja, Dr. Ernsthaft geht einen Schritt zur Seite, hat er schon gesagt. Ja, komm, mach ich. Ja. Wie viel hast du denn auf Hacken? Hacken selber habe ich gar nicht, sehe ich gerade. Was hast du denn? Plus um 20er Schwert. Also ich lass dich auch, wenn du es gar nicht hast, würfeln. Na, Mathe, Systemtheorie, Space Vehicles. Was hast du denn auf Wissen? Auf Wissen 9. Insgesamt auf 9. Gut, ja. Dann würfel mal auf Wissen. Auf Wissen auf 9, okay. Oh. 73. Knapp daneben, was? Ja, leider musstest du deinen Griff ein wenig lockern, um hier zu programmieren oder zu hacken. Das hat dazu geführt, dass Annie bzw. 4NN1 sich befreien kann. Zumindest den Oberkörper dreht sich und schlägt nach dir. Ja, schauen mal. Und es gelingt. Der Roboter trifft dich voll am Hals, also dreht quasi den gesamten Oberkörper und schlägt dich aus einer Drehung heraus runter. Du bekommst 30 Schaden. Alter! Parieren kann ich nicht? Nee, in dem Fall nicht, weil du gerade einen Fehlschlag hinter dir hast. Okay. Das heißt, du hast diesen Schlag selber fallen. Okay, zu schreiben. Ich habe, glaube ich, die Lösung. Der Roboter, nur damit wir wissen, der Roboter versucht sich aufzurichten. Du liegst noch auf den Beinen, aber der Roboter zappelt wild herum und versucht hochzukommen. Okay, Annie, this is for thee, for you. Und ich fange an zu singen für den Roboter. Ich habe einen Song geschrieben für Annie in okay, der Zeit. Okay, Regie, haben wir die passende Musik zu diesem Song oder machen wir das A cappella? Ich bin gleichzeitig ein ausgezeichnetes. Lass A cappella machen und wir legen einen kleinen Effekt drunter, auch schön. Also, okay, ist ein Coversong. Sekunde. Wir haben's gleich. Chat, benötigst du irgendeine Hilfe? Kannst du mir ein Beat geben? Beat. Ist dieser Beat ausreichend? Nee, das reicht. Oder möchte ich ja, Musik aus, bitte, im Studio. Okay. Zum Beispiel diesen. Beat. Na gut, vielleicht wollen Sie einen anderen. Keinen. Lieber stumm sein. Ja. Stell nun auf Mute. Gut, dann sing bitte. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Hab ich selber geschrieben. Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Swayze, yeah. Chet Ben, I love you, Annie. I love you so much. Chet! Was? Psst! Warte, es hilft, oder? Würfel mal auf Singen. Das war sehr schön. Ich hab auf Singen habe ich 20. Geil, ey. Geil. Ich dachte, jetzt hast du echt 90 oder so. Du bist echt der beschissenste Star, den es gibt. Super, Robert. Ja. 36. Gut. Ich habe auf Handeln 28, da kann man ja gleich das Größe. Ich sag's auf. Nee, weil das ist immer spezifisch. So, okay. Das Handeln lässt man noch nicht immer zu und so. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber was waren schon die erhofften Ergebnisse? Auf jeden Fall treten die nicht ein. Der Roboter hält eine Sekunde inne und ist irritiert. Was allerdings Dr. Ernsthaft einen Freischlag ermöglicht, da er noch relativ nah dran steht. Die Ablenkung scheint halbwegs gelungen zu sein, allerdings nicht mit dem komplett erwünschten Ergebnis. Kann ich ihn noch marken? Kannst versuchen, drauf zu springen und zu hacken, ja.
Ich spring drauf und versuche, den mal zu hacken. Gut, hast du irgendwas, was körperlich das rechtfertigt, was du tun willst? Physik. Nee, dann würfel mal. Was hast du auf Handeln? Nix. Achso, Handeln habe ich 40. Wow. Oh. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, würfel mal auf Handeln. Allgemeinwert. Allerdings um 10 erschwert. Boah, das ist immer alles erschwert hier. Ja, es ist halt nicht, du hast keinen perfekten Wert. Du hast halt deinen Wert da gepusht über Elektronik und Programmieren. Das ist ja mega gefährlich. Das muss ich eine 30 würfeln, das schaffe ich ja nicht. Klaro. Fast eine, das schießt mir gleich wieder fast 20, eine 30% Chance. 20 Lebenspunkte ab. 30? Nee. Doch, das ist eine 30 und ja, das ist eine 0. Ja, 30. Gelingt. Ja, du schaffst es hinten auf den Roboter zu springen. Jetzt kannst du beginnen, ihn zu hacken. Ich hacke. Also, du wirfst dich auf den Roboter und drückst ihn so halt so und er fängt, er zappelt noch, also du hältst die Beine ja immer noch, aber zumindest gelingt es dir, ihn wieder einigermaßen zu fixieren. Ja. Jetzt hackest du hacken? Ja. Denn sonst frage ich mal kurz 1-0, was 1-0 eigentlich tut. Ja, 1-0 steht immer noch mit verschränkten Griffelarmen in einer Ecke und versucht, Doktor, ernsthaft, so gut wie möglich zu ignorieren. Natürlich würde er gerne hacken. Natürlich würde er das ohne Probleme schaffen. Ich hacke ihn. Gut, dann würfeln wir auf Programmieren. Aber Sie sehen ja. Okay. Um 20er Schwert. Eine 3! Kritischer Erfolg! Ja, ja, du schaffst es tatsächlich. Du drückst ein wenig wild auf den Tastentäter rum, während ihr so zappelt. Es gestaltet sich nicht allzu einfach, aber du meisterst das relativ bravourös und schaffst es, dass der Roboter so halb leblos heruntersackt. Allerdings gibt das System einen Zugangscode für ein gewisses Ausgrabungsgerät 4 preis. Mhm, den schreibe ich mir auf. Ihr habt ich also habe schon deutlich bessere Hacks gesehen. Ja, yeah, Mann! In diesem Hack eine 5 von 7. Das war super, Dr. Ernst. Alles dank meines Songs. Swayze, Mann. Ja, ihr habt jetzt den Code für das Ausgrabungsgerät Nummer 4. Gut. So, nachdem wir hier diese Unruhe beseitigt haben, würde ich ganz gerne nochmal in diesen Raum zurückgehen, wo es vorhin gebrannt hat. Die Küche. Küche. Ja. Wir können ja hier auf die Karte gucken, damit ihr wisst, wo ihr seid. Ihr seid quasi jetzt da oben rechts, ganz unten rechts in dem Raum. Dr. Haft, kurz. Kurzer Einwand. Können Sie den Druiden nicht hacken, solange er uns folgt? Maul! Das ist ein guter Vorschlag. Du hast eine Drohne und einen Druiden. Das ist ein guter Vorschlag. Programmieren kannst du ihn, ja. Ich programmiere den Roboter als treuen Begleiter für unsere Gruppe. Nein, wer weiß denn, was dieser Roboter dann, nein. Ich gebe dir recht. Alle bisherigen Ergebnisse haben gezeigt, dass man möglichst keinen Roboter bauen sollte mit einer künstlichen Intelligenz. Ich versuch's trotzdem noch einmal. Gut, ja, du kannst Programmieren würfeln, allerdings würde ich's um 40 erschweren. Oh, das ist schon kein Problem. Und es dauert einen Moment. Also kannst jetzt, würfel mal am Ende, das ist am spannendsten. Oh, aber du bist jetzt einen Moment schon beschäftigt, weil das ist jetzt nicht mal eben zwei Tastendrücke. Ich gehe in die Küche. Alles klar, du gehst in die Küche. Ja, du stehst in der Küche. Halb angekokelt ist der Raum. Was möchtest du tun? Was sehe ich denn? Genau, okay. Die Küche ist in der Mitte, ist so eine klassische Kücheninsel. Es sieht tatsächlich wie eine normale Küche, wie wir sie heute kennen, auch ziemlich ähnlich aus. Klar, es sind ein paar modernere Geräte, es sind weniger Kochplatten, aber es ist schon eine Küche, in der man locker für 20, 30 Personen kochen könnte, ohne dass man jetzt in die Bredouille der Platznot kommen würde. Es stehen Gewürze herum und Öle, alles in so typischen Frischhaltebehältern aus Kunststoff eben. Ne? Also es ist jetzt nicht wie eine gemütliche Küche, sondern sehr steril eben für den Raum, in dem Essen zubereitet wird. Als du dich umsiehst, fällt dir allerdings auf, dass in den Schränken jede Spur von Lebensmitteln fehlt. Also man findet hier und da noch so eine halbleere Crackerpackung oder irgendwie mal ein Viertel Müsli-Tütchen oder so. Alles so schön ordentlich verpackt, aber fast alles fehlt. In so einer Schubladen oder Schränke ja, oder so? Komplett, alle Wände sind. Mach ich alles auf. Du findest klassische Küchenutensilien, also Pfannenwender, Messer. Leider ist Schrotflintenhase war hier schon lange nicht mehr auf der Karte. Also es ist keine Schusswaffe zu finden. Allerdings ein Messer, ein Hackebeil oder sowas, sowas kannst du dir mitnehmen. Was soll ich damit? Du hast nach einer Waffe gefragt. Also ich wollte dir eine Alternative anbieten. Ey Leute, guckt mal hier, das ist die beschissenste Küche, die ich je gesehen habe. Die haben gar nichts. Nichts. Voll ätzend, nur ein paar Gewürze. Wie sollen wir denn hier was Leckeres essen? Kann einer von euch kochen? Ich habe in meinem Leben noch nie gekocht.
Ich kann Spencer, meinen Koch anrufen, bis der hier ist. Hey. Hat keiner Hunger oder was? Die anderen sind nicht da. Ich hab ja gerade gerufen. Ach so, du rufst sehr laut. Chad Benner will, dass ich komme sofort. Hallo, Chad Benner. Swayze! Hey, 1-0, ich nehme an, das war die Kothand, denn in der anderen hältst du ja immer noch den Kopf. Selbstverständlich war das die Kothand, in der anderen Hand halte ich immer noch den Kopf von der Person, die wir an der Decke gefunden haben. Annik Bart. Nee, du hast nicht an. Den Kopf in meinen kleinen Minibar. Teil meines Körpers. Du hast den Kopf abgeschraubt, ne? Er ist abgefallen, Menschen sind sehr zerbrechlich, tut mir leid, Fehler wurden gemacht. Am Ende weiß keiner mehr, wer eigentlich Schuld hat. Ja? Ich strecke mich nur ein bisschen und ich bin gar nicht hinterhergegangen. Ich gehe aber nochmal in den Raum zurück und gucke noch einmal in den Schrank, ob ich da was finde, da wo der Druid rauskam. Nee, in dem Schrank befindet sich tatsächlich nichts mehr. Gar nichts mehr, echt? In dem nicht, wo der Druide drin war. Ja, dann mache ich die anderen Schränke auf, wenn es mehr gibt. Darin finden sich komischerweise keine Kleidung. Also da ist irgendwie überhaupt nichts an persönlichen Gegenständen drin. Man sieht, dass der Schrank benutzt wurde. Es liegt halt hier und da noch so typische, ne? Mal hier irgendwie so ein kleines Etikett, ein Tütchen, in dem irgendwas war oder so, also eine Art Verpackungstüte. Aber keine Kleidung mehr. Also die Schränke sind im Grunde leer. Wirklich nichts Interessantes, gar nichts? Nichts Interessantes, ne. Also auch keine persönlichen Gegenstände oder so. Dann gehe ich zurück zur Küche. Also gehe ich auch zur Küche. Okay. Ja. Hey Daphne, du bist doch eine Frau. Kannst du kochen? Ich bin sehr gut im Kochen. Ich bin sehr gut in allem. Ey, okay, ich hätte gerne Lasagne. Oh, ein Beil! Ein Beil? Ich gehe zum Beil, nehme mir das Beil. Oh, ein Messer! Und nehme mir das auch noch das Messer. Okay, das ist so ein typisches Hackebeilchen, wie in der Küche, so ein Knochenhacker. Und dafür schmeiße ich die Stuhlbeine weg. Alles klar. Okay, du hast ein Hackebeilchen. Und Messer. Ein Messer. Ja. Wo tust du beides hin? Hältst du es in der Hand oder tust du es weg? Nö, ich tue das so in Gürtel. Okay. Gut. Was tut ihr nun? Du bist fertig mit Hacken. Würfel bitte. Oh. Programmieren um 40. 26. Yes! Es gelingt 29. Dir. Ja, ist egal, gelingt mir trotzdem. 4NN1 richtet sich auf, wirkt ein wenig leblos, aber scheint dir zu folgen. Hallo, Anni. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen können. Ich bin's, dein Erschaffer. Ich hoffe nicht, dass du dich am Ende von mir scheiden lässt, so wie alle bisherigen KIs, die ich programmiert habe. Antworte nicht, hat offensichtlich keine Stimme, gut. Aber wirkt jetzt auch nicht abgeneigt. Ich habe Anni so programmiert, dass es mich beschützt. Natürlich auch die Gruppe, aber vornehmlich mich. Gut. Rabe fühlt sich ein wenig zurückgestellt. Rabe ist mein Auge, Anni ist meine Faust. Sehr gut. Cool. Gut, was tut ihr nun? Ihr steht in Räumen, die ihr scheinbar durchsucht habt. Es gibt noch einen gegenüberliegenden Raum, eine Tür, in der ihr noch gar nicht wart, in diesem Flur. Außerdem habt ihr eben gerade den Code für das Ausgrabungsgerät Nummer 4 gefunden. Mhm. Was wollt ihr tun? Ich schlage vor, wir machen uns ein konkreteres Bild dieser Raumstation und analysieren sämtliche Räume, die sich hier befinden. Yeah! Stimmen Sie mir zu, Chad. Ja, auf jeden Fall 1-0. Cool. Ja. Komm, wir gehen! Okay, ich folge Ihnen bis ans Ende von allem. Haben Sie das gehört, Doktor? Ernsthaft? Naja. Ich habe einen neuen Freund. Du warst schon immer relativ einfach zu haben. Okay. Sie haben doch jetzt einen Raben und einen stummen Diener, genauso wie es Sie gerne haben. Das ist richtig. Ich hätte dich ohne Stimme programmieren sollen. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Was ist eigentlich mit dem Putzroboter, der da noch rumliegt? Der ist kaputt. Er hat den Tank abgerissen, in die Ecke geworfen. Der liegt Putzi da. Ist nicht mehr. Putzi ist jetzt Wie woanders. Hat der gemobbt? Wie der gemobbt hat? Ja, der hat doch den Boden gemobbt. Mit fiesen Stücken unter die Gürtellinie. Finde ich gut. Nee, aber war das so eine Drüse oder war das ein Stab oder was war das? Wie viele Waffen kann ein Mensch tragen? Muss jetzt, das war so eine Art so ein Drehmob. Wie so ein Schleifer quasi. Ja, okay. Du hast keine lange Stange irgendwie so. Nein, der hatte ein Messer oder ein Beil. Da steckte nicht ein riesiger Mob in irgendeinem Roboter und wedelte so über den Boden. Der weiß ich doch nicht, wie das im Jahr 2011 ist. Ja, der Griff von sowas war ja für uns. Also er braucht keinen Griff. Der Mob war. Bitte lassen Sie Putzi in Ruhe, er hat so viel erlebt. Er hat.
Okay, wir gehen jetzt da in diesen Raum. Der heißt übrigens wirklich Putzi. Also auch bei mir. Sehr gut. Putzi, der Roboter. Selbstverständlich, Putzi 3847B ist das aktuelle Modell für Raumfahrtputzerei. Putzerei. So, was wollt ihr also tun? Ihr wollt zum nächsten Raum gehen, habe ich eben heraushören können. Sehr gut. Ihr geht zu der Tür des nächsten Raumes. Kunde. Damit wir uns einig sind. So. Alles klar. Ich muss mal eben auf die Karte gucken, damit ich mich nicht versehe. Ja. Also ihr geht den Gang ein wenig herunter, kommt am Zimmer von Dylan Miller, so steht es zumindest an der Tür, vorbei. Und auf der linken Seite ist eine weitere Tür. Ja, gut, du möchtest sie öffnen. Die Tür geht zunächst nicht auf. Ihr hört folgende Durchsage. Wow. Funktioniert die Durchsage nicht. Dann mache ich die Durchsage. Sicherheitsfreigabe ungenügend. Was ist Sicherheitsfreigabe ungenügend? Wir bräuchten irgendeine Karte mit der Sicherheitsstufe 3. Schade, dass wir sowas nicht haben, oder Chad? Ey, ich hatte eine Keycard, aber dann hat sie Daphne genommen. Wer weiß, wo sie jetzt ist. Ja, du führst die Karte ein und... Et voilà. Die Tür öffnet sich. Gut, ihr tretet in einen Raum. Als ihr den Raum betretet, seht ihr aus dem Augenwinkel plötzlich etwas in einem Lüftungsschacht verschwinden. Es bewegte sich, zumindest auf den ersten Blick, sehr animalisch. Also du siehst es vor allem sehr gut. Du kannst allerdings nicht sofort sagen, was es genau war. Kurz darauf hört ihr allerdings einen Schrei hinter der Tür, die auch in diesem Raum ist. Dann einen dumpfen Knall und plötzlich Stille. Habt ihr das gehört? Da singt jemand! Ja, das habe ich auch gehört. Ich würde gerne Rabe in den Lüftungsschacht schicken, um nachzusehen. Okay. Ich bewaffne mich und laufe zu der Tür hin. Alles klar. Sekunde. Du möchtest Rabe in diesen Lüftungsschacht stecken? Gut, dann haben wir eine Umfrage. Die Umfrage lautet: Was findet Rabe im Lüftungsschacht? Option 1, etwas Menschliches. Option 2, etwas Nichtmenschliches. Wir müssen eine Sekunde warten, denn die Regie muss diese Umfrage jetzt erst abtippen. Die haben uns gerade bei ihm ausgedacht und überlegen uns jetzt ein wenig, was die Optionen sein könnten. Gut, was tut ihr anderen? Nur damit wir den Raum schon mal erkunden. Wir greifen mal ein bisschen vor, damit jetzt nicht gar nichts passiert. Beschreib mal den Raum. Es ist so wie die anderen Unterkünfte, ein bisschen besser eingerichtet. Da hängt dann irgendwie noch ein Monitor und so. Und es wirkt ein bisschen belebter. Also es liegen mehr Gebrauchsgegenstände rum. Sekunde, ich guck noch mal, ob ich es hier... es liegen mehr Gebrauchsgegenstände rum. Scheinbar wohnt hier jemand, der christlich eingestellt ist. Also es hängt so ein Rosenkranz hängt mit an der Wand und ein Marienbild. Aber ansonsten wirkt es einfach wie eine gehobenere Unterkunft. Zum Beispiel eines Stationsleiters. Genau das steht nämlich auch an der Tür. Hier wohnt scheinbar der Stationsleiter Juan Alvaro. Juan Alvaro. Ein Christ. Regie, haben wir die Umfrage schon, dass wir es mal einblenden können, damit alle die Befehle kennen? Oder noch nicht? Wenn nicht, gibt es mir aufs Ohr, dass noch was nicht klappt. Ich gehe auf jeden Fall zu dem... Was hing da ein Kreuz? Und mach meinen Diarrhö-Gruß. Alles klar. und ansonsten... ist der Raum eben so aufgebaut wie die anderen Unterkünfte. Ihr könnt euch gerne umsehen. Es gibt auch einen Schreibtisch, es gibt wieder diese drei... unter dem Bett. Unter dem Bett findest du ein paar Schuhe, ansonsten nur ein bisschen Dreck. Was für Schuhe? Solide Schuhe, würde ich sagen. So Lederstiefel, mit denen man quasi in der Station rumlaufen könnte. Das sind keine, praktische Schuhe. Jetzt auch nicht schlecht. Ein Hipster würde sie nehmen. Irgendeine Marke? Sventacular 13 oder so? Nee, leider nicht. Die Marke ist Lilith Wing. Lilith Wing. Oh mein Gott. Hier, das ist doch was für dich, Daphne. Verstehst du? Lilith, der trägt auf jeden Fall Lilith Wings. Was gibt's da noch in dem Raum? Ein Schreibtisch ist da noch, denn eben dieser Lüftungsschacht. Ja, ich check den Darunter Schreibtisch ist dann aus. Eben diese Tür. Check mal den Schreibtisch aus. Sekunde. Ja, du. Wir können jetzt die Umfrage auch einblenden. Findet Rabe im Schacht etwas Menschliches? Ja oder nein? So mussten wir sie umbauen, damit der Befehl einfacher ist. Ausrufezeichen ja, Ausrufezeichen nein. So. Du findest den Stationsleiterausweis von Juan Alvaro. Das ist ein Ausweis. Und darauf liegt der Zugangscode für den Wachraum. Dann hefte ich mir
das ans Revers hier, an meine Brusttasche hänge ich mir diesen Ausweis, damit jeder sieht, ich bin jetzt Stationsleiter. Hm? Also Leute, ich bin jetzt hier der Stationsleiter. Ist das dein Ernst? Ja. Haft. Ja. Das ist alles, was du im Schreibtisch an Sachen findest. Du kannst natürlich, es gibt üblicherweise, es gibt Stifte, es gibt Papier, hallo? Ein paar persönliche Gegenstände. Hallo? Da hat jemand gerade geschrien. Habt ihr das schon wieder vergessen? Daphne, du schreibst alle 10 Sekunden. Ja. Wollt ihr mir helfen? Wobei? Kämpfen? Wobei? Kämpfen! Ich warte erstmal ab, was Rabe für Informationen hat. Wo ist denn Rabe? Im Lüftungsschacht. Die Tür ist... Ja, aber warum sagt er denn da nicht, was da drin weg, ist? Ne? Also wir sind von unten rein oder nach rechts weg oder was? Wir müssen erst Chat fragen. Genau. Ach ja, stimmt. Also wir können auch, genau, wir können auch auf der Karte nochmal gucken. Wir haben auch ein Ergebnis, was Rabe da erwartet. Wie lautet denn das Ergebnis? Ich kann es von hier gar nicht lesen. Nicht menschliches, 60%. 60% sagen nein. Rabe findet nichts Menschliches. Du möchtest also wahrscheinlich wissen, was Rabe gerade sieht. Mhm. Du klappst also dein Display auf. Rabe rollt auf seinen kleinen Röllerchen und Beinchen, Rabe ist ja ein bisschen hinimprovisiert, durch den Lüftungsschacht. Es ist sehr dunkel. Als Rabe auf dem Boden, du siehst auf der Kamera eine Art Fleck. Also irgendwas ist da, irgendeine Substanz. Es scheint eine Flüssigkeit zu sein oder zumindest was Ähnliches. Was tust du, was soll Rabe tun? Also du kannst Rabe wie mit einer Fernbedienung steuern quasi. Rabe... Was ist denn hinter dem Fleck? Ist das der Sensor oder geht das in den anderen Raum weiter? Da geht's scheinbar weiter. Da ist zumindest Licht. Fahles Licht, aber da ist Licht. Ja, dann lässt Rabe den Fleck hinter sich und läuft erstmal, also fliegt, läuft fliegend. Rollt. Gut. Rabe muss durch den Fleck. Nur, dass du weißt. Ach so, er muss, wie? Da ist ein kleiner Fleck auf dem Boden in dem Lüftungsschacht. Aber er kann ja, er kann auch fliegen. Rabe kann fliegen? Das ist eine Drohne. Ja, eine kleine Düse, stimmt. Entschuldige. Ja, okay, dann kann er da drüber fliegen. Ja, er will über den, er fliegt da drüber. Ach so. Er will nicht in die Substanz rein. Okay, ja, Rabe fliegt da drüber und die Flüssigkeit fängt Feuer. In dem Moment, wo Rabe da ist! Er hat doch eine kleine Düse, wenn er da drüber fliegt, die Feuer, ist, Flüssigkeit ist brennbar. Das ist eine Drohne, die hat doch keine Düse! Mit was fliegt die Propellors. Denn da? Propellors! Die hat keinen Propeller. Du hast die aus einem alten Roboter gebaut. Ich bin doch nicht doof und fliege. Das könnte doch Öl sein. Ich bin doch nicht doof und fliege da drüber, wenn er so eine Drüse hat. Ab jetzt wissen wir, es ist brennbar, okay? Ja, der fliegt da natürlich nicht rüber. Ja. Du kannst da auch rüberfliegen. Der fliegt da rüber. Ja, du fliegst da drüber. Ich sage doch nur, die Flüssigkeit brennt. Ja, aber Rabe passiert nicht sofort was. Das ist keine Riesenlache. Das ist einfach ein kleiner Fleck. Okay, Rabe passiert nicht. Das ist mir das Wichtigste. Okay, gut. Ja, du fliegst drüber. Und möchtest du weiterfliegen? Also möchtest du quasi in den nächsten Raum. Ja. Gut. Gut. Rabe kommt, biegt so um die Ecke und sieht sofort, dass am Boden ein lebloser Körper liegt. Scheinbar durchsiebt von Stichen. Ui. Er liegt so halb hingestürzt, scheint noch nicht lange tot sein auf den ersten Blick. Du kannst auch noch nicht so genau sehen. Der Rabe guckt von oben nach unten in den anderen Raum. Guckt jetzt von oben nach unten in den anderen Raum. Der Raum, der Lüftungsschacht ist quasi oben rechts und er guckt so links in den länglichen Raum runter. Der Raum scheint so eine Art Rückzugsort, wie ein bisschen wie ein Büro, aber viel Kram abgestellt. Hier ein Kistchen, da ein Tischchen, sehr kleiner Raum. Also die Person ist wirklich beim Stürzen auch auf allerhand Sachen draufgefallen. Und liegt da jetzt so. Sieht man noch irgendwas anderes? Naja, also ihr seht jetzt im Lüftungsschacht auch so ein leichtes Flackern. Links ist halt die Tür. Und ansonsten kannst du erstmal nichts Spannendes ausmachen. Das Licht ist sehr fahl. Okay. Die Herren, die Dame. Folgende Situation. Ihr seht selbst hier auf dem Display, Rabe hat einen Ölfleck oder was ähnlich Brennbares im Lüftungsschacht in Brand gesetzt. Und er sieht hier im Raum gegenüber eine völlig zerstochene Leiche. Oh, dann sollten wir auf keinen Fall da hingehen. Ich habe eine Idee. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen da rein und es könnte sein, dass derjenige oder dasjenige, was diesen Menschen umgebracht hat, dann auch gegen uns kämpft. Oder wir machen Folgendes. Im Lüftungsschacht brennt es gerade. Wir schmeißen ein paar brennbare Sachen in den Lüftungsschacht, verschließen ihn von unserer Seite und räuchern die Sache da hinten aus. Und was ist, wenn da jemand noch lebt? Dann hätte Rabe das ja wohl gesehen. Aber wen wollen wir denn dann töten? Das Wesen, was dieses arme menschliche Geschöpf. Wieso hat Rabe das denn dann nicht gesehen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, Chat, dann gehen wir rein und du kämpfst. Ich kann nicht kämpfen. Aha! Daphne kann kämpfen. Ah! Und ich trete auf die Tür. Gut, du trittst gegen die Tür und es passiert gar nichts. Man bräuchte eventuell einen Code. Ist halt eine dicke Eisentür. Also der Stationsvorsteher Juan Avaro hat. Du hast halt mit Vollschmackes gegen eine Eisentür getreten. Ja. Gut. Ja, gut. Ja, Rabe ist immer noch in dem Raum und
ja, nur von innen ist da natürlich auch ein Interface für die Tür, dass ihr seht. Nur, dass wir es richtig. Vielleicht sollte einer durch den Schacht klettern hinter Rabe her. Wer ist klein genug und passt da rein? Ein Iltis. Wer passt? Ich. Du bist klein. Richtig. Ich bin. Ich wiege 2,5 Tonnen. Aber Leute, wir haben doch den Code für die Tür. Wir können sie doch öffnen. Ja. Können Sie bitte einfach die Tür aufmachen, bitte. Okay, wir machen es folgendermaßen. Wir nehmen Kampfstellung ein. Daphne, Anni, vorne weg. Achten Sie darauf, wie ihr gleich alle Menschen, die auf dieser Station noch am Leben sind, vor sich platziert. Nur ein kleiner Tipp von jemandem, der ihn kennt. Lüdelüd. Du gehst nach ganz vorne. Okay, ich öffne die Tür. Ich gebe den Code ein, muss ich würfeln, das Schwert um 100. Du hast nach ganz vorne. Du hast die Keycard, damit kannst du es einfach öffnen. Ja, du ziehst die Keycard durch und die Tür öffnet sich. Ihr tretet also in das relativ fahle Zimmerchen. Rechts von euch schwebt Rabe so halb hoch im Raum. Ihr seht auch da aus dem Lüftungsschacht flimmern. Links von euch ist ein weiterer Lüftungsschacht, dessen Gitter scheinbar fehlt. Und vor euch liegt eine Leiche. Die Leiche sieht folgendermaßen aus. Eine Sekunde, ich muss mal eben nachgucken. Etwa 1,64 groß, also nicht gerade groß gewachsen. Trägt einen Schnauzbart, so, ihr würdet sagen, Mitte 50 geschätzt, hat dolle Augenringe, also scheint jemand zu sein, der jetzt nicht unbedingt gesund war zum Zeitpunkt seines vermutlichen Todes. Ihr habt ja noch nicht nachgesehen. Allerdings lässt die große Wunde in seiner Brust darauf schließen, dass der gute Mann leider tot ist. Ja, er trägt eine Arbeiteruniform, wobei die schon so ist, dass man sieht, hey, das ist eine gehobenere Uniform. ja, gehobenere Uniform. Auf seinem Namensschild steht Juan Alvaro. Den Namen habe ich schon mal gehört. Das ist der ehemalige Stationsvorsteher, mein Vorgänger quasi. Ich gehe zu ihm hin und mach wieder diesen medizinischen Lebenstest. Okay. Spüre den Puls. Gut, dann würfel mal, ja. 65. Der lebt noch, da bist du dir ganz sicher. Ich glaube, er lebt noch. Also da lebenserhaltende Maßnahmen sollten eingeleitet werden. Ja, okay, dann leite ich die einen direkt. Das große Loch in seinem Magen lässt darauf schließen, dass dieser Mensch nicht mehr in dieser Bewusstsein... Ich versuche ihn wieder zu überleben. Okay, okay. 93. Gut, du presst deine Hände genau auf das Loch in seiner Brust und drückst kräftig zu. Genau, es gibt so eine Art Rückstau von dem Blut, das noch ordentlich fließt. Du bist aber fest davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, um diesen Kollegen zu retten. Was machst du da? Helfen Sie mir! Sie machen was ganz ausgezeichnet. Wollen wir sagen? Stirb mir nicht weg! Machen Sie sich doch einmal nützlich! Lassen wir Sie doch noch ein bisschen! Sie sehen doch, was gerade passiert! Ich glaube, das ist ein Prank! Das sollten Sie besser nicht posten, das ist gegen die Richtlinien. Welche Richtlinien? Spittelwitter! Du bist auch bei Spittelwitter? Ich bin auch bei Spittelwitter! Oh, das wusste ich nicht. Okay, dann lösche ich es gleich wieder. Spotify hat nämlich Twitter aufgekauft. Das gibt ja Ärger. Spotify hat Twitter aufgekauft. Spittelwitter. Ja, scheiße, damit bin ich scheinbar erstmal beschäftigt. Ja, du bist damit beschäftigt, den letzten Funken warmes Blut aus diesem Menschen herauszupressen. Wir sind alle in den Raum gegangen. Ja. Und da liegt die Leiche wo nochmal genau? Mitten vor euch. Die liegt wirklich so quer im Raum vor der Tür quasi. Also an der Rückwand. Okay. Und was ist noch in dem Raum? Sonst links von euch sind ein paar Kisten. Das sind allerdings so Cargo-Kisten typische. Die Person eben rechts von euch fliegt so, schwebt noch ein wenig Rabe. Und links oben ist ein weiterer Lüftungsschacht, der allerdings sehr klein ist. Passt Rabe da durch? Selbst für ihn schwierig. Es ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Lüftungsschacht. Aber kann der hochfliegen und mit der Kamera rein? Ja, das könnte er machen. Ja. Ich lasse Rabe da mal reinfüllen. Ich würde ganz gerne vorher noch kurz die Kisten abchecken. Ja, du schaust in die Kisten. Es handelt sich scheinbar einfach um Protokolle und ähnliches. Ganz oben auf liegt ein Lieferprotokoll. Vorerst nicht weiter spannend, allerdings fällt dir auf, dass die letzten, also die Einträge sind alle ungefähr Aufbau technische Bauteile 4, Lebensmittel 5, dann immer der Status. Hier ist dann vollständig, das zieht sich so durch. Die letzten beiden Einträge sind auch hier Lebensmittel 13 und persönliche Gegenstände 1, vollständig. Danach sind alle Einträge nur noch Lebensmittel 4, unbestätigt.
Also es gibt noch 5 weitere Einträge, alle lauten Lebensmittel 4, unbestätigt. Also es gab dann keine weiteren technischen Bauteile, eine Person wurde auch noch geliefert, eine, und sonst ist es so schon sehr gemischt, nur ab da ist es immer nur noch 4 Lebensmittel. Aber diese Protokolle hatten wir doch schon mal, oder? Mhm. Das sind genau die gleichen Protokolle. Ja, das sind genau die gleichen Protokolle. Okay. Ja. Achso, die Leiche könnte man nochmal untersuchen. Taschen. Können wir machen. Sekunde. Wenn Daphne denn soweit wäre. Während Daphne denn gut, gut, als du ihn durchsuchst, fällt jetzt eigentlich erstmal so, nur um ihn nochmal ein bisschen zu beschreiben, auf, dass sein Körperbau recht schlank ist. Er hat ungewöhnlich große Hände und da sind Schwelen und Furchen dran. Also er wirkt wie ein Arbeitertyp. Jemand, der auch wirklich mal selber körperlich gearbeitet hat. Eine Zeit lang. Ekelhaft. Du findest allerdings nichts Spannendes. Also seine Taschen sind komplett leer. Es ist natürlich spannend, dass er nicht mal seinen Sicherheitsausweis dabei hatte. Der war noch im Zimmer davor. Wie ist er hier in diesen Raum gekommen? Durch den Lüftungsschacht. Warum sollte er durch den Lüftungsschacht? Wenn er doch... Vielleicht ist er von irgendwas geflohen? Vielleicht hat jemand ihm die Keycard geklaut. Aber die lag in seinem Raum. Das macht überhaupt keinen Sinn, Dr. Ernst. Die Keycard klauen und dann auf seinen Schreibtisch legen? Wer macht sowas? Die Keycard lag nicht in seinem Schreibtisch. Sondern? Wo hast du sie denn gefunden? Du hast sie gefunden. Ich habe den Code gefunden. Du hast die Keycard? Was ist seine? Also die Stationsleiterkarte. Haben wir die nochmal gefunden in der Kacke? Nee. Nee. Die habt ihr auf seinem Schreibtisch, hat er die gerade gefunden. Achso, das war ihr doch. Ihr habt auch noch einen Zugangscode für Ausgrabungsgerät 4, den habt ihr von Anni. Okay. Die Keycard, die Woody mir weggenommen hat. Ach, die habt ihr bei Elisa Jung gefunden. Mhm. Genau, aber mit der haben wir jetzt nicht die. Nee, mit der seid ihr in den Vorraum gekommen. Den hinteren Raum habt ihr mit der Karte aus seinem. Gut. Während ihr euch unterhaltet, hört ihr plötzlich im Freien Schüsse von Laserwaffen? Zumindest hört sich's für euch so an. Es ist sehr dumpf durch den Sturm, der draußen tobt, aber ihr hört auf jeden Fall irgendwelche Geräusche, die darauf schließen lassen, dass da gerade eine Waffe abgefeuert wurde. Und was es damit auf sich hat, erfahren wir nach einer kurzen Unterbrechung. Oh, bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir waren gerade an einer sehr spannenden Stelle, denn Spacey. denn wir haben, auch sehr schöne Kunst haben wir erstmal wieder. Oh, schön, mal ein ganz anderer Stil, finde ich total cool. Und wir haben gerade Schüsse aus dem Freien gehört. Liebe Regie, wir hören Schüsse. Piu, piu, waren sehr leise, glaube ich, ne? Also ihr hört ganz dumpf, irgendwie von weiter weg, hört ihr scheinbar Schüsse aus dem Außenbereich. Okay. Ich bin mir sehr sicher, das sind Laserschüsse. Oder ein cooler Beat. Ich lass es mal den Typen. Ich glaube, er ist tot. Ja. Jetzt bist du dir sicher. Nachdem du merkst, dass nach dem vierten, fünften richtig intensiven Drücker, den du gerade gemacht hast, spürst du die Kante einer Kiste durch die Rückseite seines Brustkorbs. Du hast die Vermutung, das könnte ein Drücker zu viel gewesen sein. Sonst warst du aber auf einem guten Weg, bist du überzeugt von. Du hättest ihn fast gehabt. Kannst du wirklich nichts mehr für ihn tun, Daphne? Ich glaube nicht. Ach, bist du sicher? Ah, wieder einen potenziellen Wähler verloren. Okay. Du bist voller Blut, Daphne. Ja. Gut. Ihr steht immer noch im Raum. Was wollt ihr als nächstes tun? Rabe. Was möchte, soll Rabe denn tun? Ja, in diesen Lüftungsschacht gucken. Check da oben hin. Okay. Gut, Rabe fliegt hoch, schaut um die Ecke und sieht nichts. Es ist sehr dunkel darin. Und auch beim Reinleuchten sieht er nur, dass der Lüftungsschacht scheinbar um so eine Ecke geht. Passt Rabe da rein jetzt oder nicht? Er könnte so ein wenig reinlugen. Er könnte näher ranfliegen, könnte ein bisschen besser sehen. Okay. Gut, das soll er machen? Okay. Du fliegst näher ran, beziehungsweise Rabe, und er sieht so kleine Drücker in der Metallunterseite. Also so, als wäre irgendwas Schweres darüber gelaufen. Das ist wie so kleine Dornen, die da reingedrückt sind. Nicht durch, sind keine Löcher drin, aber doch so kleine Eindrückerchen an der Unterseite. Als sei irgendwas durchgelaufen. Mmh. Seht ihr das? Nein. Meint ihr? Ah. Aha.
Meint ihr, das ist das gleiche Vieh, was diesen armen Kerl hier getötet hat? Das ist möglich. Analysier doch mal die Abdrücke im Metall mit der Einstichwunde in diesem Körper. Lassen Sie das doch Rabe machen. Rabe! Was hast du? Analysier doch mal! Würfel doch mal auf eingeschnappt sein. Analysiere! Ich analysiere die Todesursache von Juan Alvarez. Analyse komplett. Gut, ohne weitere Kenntnisse kannst du sehen, es handelt sich um eine Mischung aus einem durchstochenen Herzen und einem zerquetschten Brustkorb. Also er hat wirklich ganz so kleine Stichwunden am Körper, aber die größte ist wirklich in der Mitte. So, es ist wirklich wie durchsiebt. Oh, ekelig. Ja. Also so hier in der Herzgegend ist wirklich so, als hätte jemand immer und immer wieder auf ihn eingestochen. Hm, das sieht fast so aus wie mein Herz. Die ist komplett. Übrigens. Gut gemacht, 1-0. Keine. Gut. Okay. Gut, dann werde ich die Analyse einfach zu den Akten legen. Da können Sie sie dann irgendwann einsehen, wenn Sie Interesse dran haben. Ich bin mir sehr sicher, dass Herr Alvarez an Stichen im Herzen gestorben ist. Das haben meine exzellenten Medizinkenntnisse mir mitgeteilt. No shit, Space Sherlock. Was sagt denn die Analyse? Von Rabe? Seine Analyse. Ja, würfel dann mal bitte auf einen passenden Wert. Hast du irgendwas, was medizinische Kenntnisse rechtfertigt? Ansonsten würde ich einen WLAN-Wert von dir, Wurf von dir hören wollen. Okay, dann würfel mal auf WLAN. Für alle, die das noch nicht kennen, Simon kann in eine Art kurioses Dark Web gehen, das von Trollen und anderen Internetphänomenen gegründet wurde. Es ist nicht immer 100% verlässlich, was da geschieht und was für Informationen er bekommt. Was hast du gewürfelt? 65. Verdammt! Was hast du für einen WLAN-Wert? WLAN ist bei mir auf 66. Nicht ganz, glaube ich. 50 in Wirklichkeit. 60. Also 60, okay. Dann war das daneben. Zieh dir bitte 15 Akku ab, denn das kostet dich jedes Mal Akku, das zu tun. Du darfst dir eine Antwort ausdenken. Es darf allerdings nicht die richtige Antwort sein. Nino, mach nochmal die Frage. Analysiere bitte die Todesursache dieses Menschen. Die Todesursache dieses Menschen ist gebrochenes Herz. Oh shit. Mein Akku wird und ich werde immer langsamer beim Sprechen. Mann, gebrochenes Herz, das ist echt scheiße. Ich hatte auch mal ein gebrochenes Herz. Hast du einen Song drüber geschrieben? Ja, es ging um meine große Liebe. Ah, ich habe ihren Namen vergessen. Chad Benner. Wie hieß denn der Song? Broken Heart. Ich kenne den Song. Aber Hard, H-A-R-D. Weil es hart gebrochen war. Ah, okay. Deep. Gut. Was möchtet ihr als nächstes tun? Den Song hören? Oder. Team, ich möchte noch einmal darauf hinweisen: Hier liegt ein toter Stationsarzt. Nee, was? Broken Heart. Stationsleiter. Chef! Vorsteher. Was denn? Okay. Draußen gibt's Laserschüsse. Draußen kämpft jemand. Wir müssen dieser Sache hinterhergehen. Denn es ist immer noch unsere Aufgabe als Team, das Geheimnis hinter, wie heißt dieser Planet nochmal? Dysnomia. Dysnomia, dieser Station Yuka zu klären. Können wir jetzt bitte mal rausgehen? Wirklich? Können wir nicht einfach zusammen gemütlich etwas umchillen? Uns besser kennenlernen. Noch besser. Also, ich gehe wieder raus aus dem Raum. Ja. Wo geht's denn jetzt noch lang? Wir können ja mal die Karte anschauen. Liebe Regie, dauert eine Sekunde. Ihr steht jetzt quasi ganz oben rechts. Mhm. Ihr habt scheinbar die ganze Station untersucht. Ihr habt zumindest keinen weiteren Gang gefunden. Allerdings seht ihr unten, das habt ihr beim Landen schon gesehen, ein großes Gebäude. Und dort ist so eine Art Innenhof. Allerdings ist, also ihr müsstet da mal hingehen, um euch da weiter umzusehen. Ja, aber wo lang, wie kommt man denn da hin? Ihr könnt natürlich ganz nach unten gehen und da ist die Luftschleuse. Also dieser Kreis ist der Landeplatz und rechts davon ist der Eingang zur Station. Da ist eine Luftschleuse. Ihr müsst durch die ganze Station zurück und dann könnt ihr durch die Luftschleuse ins Freie. Eure Anzüge wolltet ihr ja nicht ausziehen. Ich habe die an den Tisch. Genau, du hast deinen ja dir so
umgebunden irgendwie, ne? In die Tasche getan und ja. Ja. Erinnert ihr euch, als wir angekommen sind, da war doch noch so ein Gebäude. Sollen wir das mal abchecken? Vielleicht gibt's da was zu essen. Ich hab wirklich Hunger. Okay. Wer kommt mit? Okay. Ich durchsuche noch mal ganz schnell die Schubladen nach Waffen. Nach einer Schusswaffe. Ich will brauchen. In dem Raum sind keine Schubladen. Nee? Nee. Also in diesem nicht. Also in dem Vorraum waren im Schreibtisch. Ja, die hat er durchsucht, genau. Okay, gibt's da nichts, gar keine Schränke, so ein Büroraum oder sowas? Das ist echt so ein kleiner Lagerraum eher. Darf ich eine Frage? Der zweite Lüftungsschacht, in der jetzt gerade vorschwebt, ne? In welche Richtung verzweigt der sich? Der geht zurück quasi zu den Räumen, wo ihr hergekommen seid. Also quasi so und an oben an der Anlage lang. In die Richtung zeigt der. Macht aber relativ schnell eine Ecke. Also auf der Karte, kannst du mir das einmal auf der Karte zeigen? Ja, wenn wir die Karte nochmal sehen. Oben lang, der Linien lang. Genau, oben lang und dann macht er zum Flur nach unten hin einen Knick. Mehr kannst du natürlich nicht sehen, weil du nicht genau siehst, wo er weitergeht. Okay, also er knickt Richtung Flur ab. Genau. Okay. Geht erst quasi über das Zimmer von dem Vorsteher und dann macht es einen Knick in Richtung Flur. Okay, ich bin mit Chat. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Aber ich möchte euch noch eins sagen: Der Lüftungsschacht, der kann theoretisch in den Flur führen. Das kann sein, dass da jetzt das Geschöpf auf uns wartet. Seid bereit. Welches Geschöpf? Der Mörder. Welcher Mörder? Dieser Person, die blutend vor dir liegt. Der ist tot? Nein, Chat. Soll das der nicht so nur. Sein? Gehört das da zum Beispiel da so rein? Das ist eine frühere Baureihe. Die sind so gebaut worden, ja. Ja, okay, wir gehen jetzt den Flur entlang Richtung Lüftungsschacht wieder zurück. Alles klar. Ja, ihr kommt auf den Flur und ihr wollt komplett zur Luftschleuse zurück. Ja. Okay. Alle? Seid ihr euch einig? Es gab den Code zu dem Sicherheitsraum, Ausgrabung. Aber da waren wir ja, da haben wir gekämpft, ne? Ja. Da war nichts zu sehen, da gab es noch einen kleinen Raum, da hast du was gefunden, ne? Ich habe nichts weiter darin gefunden. Was ihr jetzt noch habt, ist ein Code für ein Ausgrabungsgerät 4. 4, genau. Das wird ja draußen stehen. Ja, okay, ne, dann ab zur Luftschleuse. Ja. Haben wir irgendwas gesehen? Nee, ne? Nee. Doch, gar nichts. Also ihr geht zur Luftschleuse. Alles klar. ja, ihr zieht eure Anzüge an, nehme ich an. Alle, die es müssen zumindest. Und tretet ins Freie. So, wir brauchen eine Sekunde, um umzuschalten. Denn draußen tobt weiterhin eine Art Sandsturm. Für alle, die letztes Mal nicht zugeguckt haben, Desnomia ist ein eher lebensfeindlicher Planet. Diese Station Yuka 1 gibt es hier nur, um Staub abzubauen, der wesentliche Elemente enthält, die zum Antrieb von modernen Schiffen genutzt werden, also modernen Raumschiffen. An eure Helme knallt pausenlos Staub. Ihr könnt nicht sehr weit sehen, ihr könnt aber sehen. Ihr habt doch Helmlampen. Ihr könnt über die Kommunikatoren in euren Helmen miteinander reden. Okay. Beziehungsweise du hast dir so einen hier dran gelötet, wenn ich mich richtig erinnere. Gelöten lassen. Ja, dann gehen wir, also ich gehe jetzt zu diesem anderen Gebäude. Rechts. Zu dem großen Gebäude. Zu dem großen richtig. Gebäude. Gut, was tut ihr? Ja, ich gehe mit. Ja, alle zusammen. Ja. Okay, cool. Und Druide ist auch dabei, ne, Annie? Natürlich ist Annie ist dabei. Und auch ihr Wabe geht also dabei. In Richtung Hangar, denn genau das scheint dieses Gebäude zu sein. Ihr steht vor. Kunde, ich gehe mal hin, damit ich nichts falsch beschreibe. Also, ihr steht vor einem großen, länglichen Gebäude, hat mehrere große Shots, die alle verschlossen sind. Und ansonsten seht ihr eigentlich erstmal nichts. Also, es sind wirklich so wie so Rolltore, nur viel massiver. Also, es sind so echt ganz große, metallene Tore, die eben so aussehen, als ob man Waren rausholen kann oder so. Es sieht aber nicht aus wie eine Luftschleuse. Also, es ist kein Raum, der jetzt bewohnbar wäre oder ähnliches. Und ihr könnt euch erinnern, dass Juri am Anfang gesagt hat, dass es auch zum Hangar eben geht, um Sachen zu holen. Laden und, also beladen und entladen eben. Also eine typische Lagerfläche, die so eine Art Mine, denn das ist das hier im weitesten Sinne hat. Dann rufe ich Juri. Juri! Hat er nicht gesagt, er geht hier hin? Keine Antwort. Und auch beim Schiff habt ihr ihn nicht gesehen. Juri! 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 Soll ich hier stehen bleiben und weiterrufen? Nein, ich glaube, das macht keinen Sinn. Juri! Wir könnten zum Beispiel in den Hangar reingehen. Juri! Einfach so? Naja. Und ich gehe rein. Es gelingt dir nicht. Die Tür ist verschlossen. Ich versuche, die aufzutreten. Ja, du trittst gegen eine unglaublich massive Metalltür. Wie oft noch? Zieh dir mal 5 Gesundheit an. Ganz Spacekraftmager. Ja, aber auch mit Spacekraftmager tut es einfach nur sau weh, gegen Metalltüren zu kicken. Mit aller Kraft. Ich kann sehr, sehr doll treten. Also, wenn du sehr, sehr doll getreten hast, zieh dir 10 Gesundheit an. Alter, was jetzt? Ja, dann 10 Gesundheit. Oh, du kannst ja sehr, sehr doll treten, offensichtlich. Scheiße. Es muss doch irgendwo eine Möglichkeit geben, diese Tür zu öffnen. Sowas wie ein Mechanismus. Oder einen Roboter, der den Mechanismus überwinden kann.
Bitte. Kannst du sowas 1-0? Das weiß ich nicht. Ich wurde ja nur programmiert. Ich bin ja keine eigenständige Person, so wie Sie drei. Herr Dr. Ernsthaft, kann ich das? Düdelüt? Düdelüt? Tatsächlich habe ich dich dafür programmiert, dass du Türen öffnen kannst. Das war nicht ganz so einfach. Das ist eine deiner anspruchsvolleren Tätigkeiten. Ich gehe übrigens davon aus, dass Rabe und Ani hinter dir her wackeln. Ne? Mhm. Ja. Nun gut, so werde ich nun die Tür öffnen. Hast du Hacken? Selbstverständlich verfügt 1-0 über Hacken-Qualitäten. Gut, dann würfel mal auf Hacken, allerdings um 40 erschwert. Ui. Um 40 erschwert. Du, wenn du es gut bist, ist das noch machbar, locker. Was hast du denn bei Hacken? 54. Okay. Unfair. Hm. 63. Gut. Gerade noch durch. Es gelingt dir nicht. Es hat auch keine weiteren schwerwiegenden Folgen oder so, aber es ist einfach ein Error-Sound. Die Tür öffnet sich nicht. Ah, Mann, alles muss man selber machen. Bitte lass sie nicht schauen. Ja. Nee, pass auf, hier ist ein wichtiger Punkt. Du steckst in deinem Anzug. Dadurch erschwerst du auf jeden Fall schon mal um 10. Dann ist es auch noch, du hast kein Hacken, ne? Du hast nur Programmieren. Mhm. Das heißt, nochmal, ich erschwere es nochmal um 40, also um 50 erschwert. Ich habe auch Elektronik. Ja, aber du willst sie ja hacken oder willst du sie kurz schließen? Was, das ist leichter für mich? Kurz schließen ist wahrscheinlich einfacher, erstmal, weil du das besser kannst. Allerdings brauchst du dafür Werkzeug. Ich habe mein ganzes Jahr alles voll. Ja, dann musst du das erstmal auseinanderbauen, das Ding und so. Das kannst du machen. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, das ist ein feiner Vorgang. Um 30 erschwert, aber du kannst es mal, kannst versuchen. Was hast du denn auf Elektronik? 100. Natürlich. Gut, dann versuch's mal. Oh Mann, ey. Das ist jetzt nicht euer Ernst, das oder? Das war eine 90, ist oder? Ist ein fucking 96. Alter. Gut, du brutzelst und brätst ein wenig daran herum und als du drückst, reißen ein paar wesentliche Kabel heraus. Ups! Das kann ja mal passieren. Diese Kabel waren übrigens essentiell für das Funktionieren der Tür. Das ist richtig. Ihr unfähigen Leute, ich schieb euch weg wie Trump hier schön den ne, habt ihr mitbekommen. Und ich mach das jetzt. Okay. Wie denn? Ja, weil ich hier... Auf was würfelst du denn? Auf Ingenieurwesen. Technisch, ja, ja. Aber du, um 40 erschwert. 12. Was hast du denn da überhaupt? 5. Okay. Ja, okay, das war also nur ein kritischer... Ja, ist gescheitert. Also du bohrst da drin herum und reißt nochmal ein solides Element raus, das in deiner Hand ist. Also du hast so, doch irgendwo noch eine die anderen haben es noch nicht gesehen. Du könntest versuchen, das mühsam zurückzustopfen. Ich finde, wir haben der Tür nun genug Schaden zugefügt. Hier muss es doch irgendwo noch eine andere einen Eingang geben. Ich gehe einmal um den Hangar rum. Hm, als du den Hangar weiter entlang gehst, siehst du links von dir mehrere große Strukturen, die aussehen wie riesige Fahrzeuge. Okay, und sehe ich irgendwo eine Möglichkeit, wo man... Weitere Türen, so wie die erste Tür, an der ihr wart. Allerdings haben diese kein Bedieninterface. Ich bin einmal komplett rumgegangen. Ach, du willst einmal komplett rumgehen. Ja. Das dauert dann ein bisschen länger. Okay, links von dir gehen quasi, sind diese Geräte. Du gehst rum, dann ist vor dir eine große Hügelkette, ist jetzt sozusagen ist direkt dahinter. Auf der Rückseite ist gar nichts, einfach nur eine durchgezogene Wand. Mhm. Was tut ihr in der Zeit? Das dauert einen Moment. Daphne. Das ist ein größeres Gebäude. Kannst du Fahrzeuge fahren? Ja. Yep. Also wäre, nur damit ich ihr einmal wisst, wie die Dinger aussehen. Die sind riesig. Also wirklich Riesendinger. Ganz hohe, also ungewöhnlich hohe Türme, so ein bisschen wie, ja, wie ein dreimal so hoher Traktor quasi. Haben ganz große Räder an den Seiten. Für jeden, der sowas schon mal, also der damit zu tun hatte, das sind ganz typische Förderfahrzeuge, so Ausgrabung, also Grabungsgeräte quasi, die auf solchen Planeten eingesetzt werden. Da sind wirklich 4 Stück von? Fünf. Der Staub wird tatsächlich aufgenommen, wird darin verwirbelt und in Bewegung gehalten. Weil wenn er fallen würde, wäre er zu dicht, das Gewicht wäre zu hoch und diese Dinger laufen quasi die ganze Zeit. Irgendwann wird der Staub abgefangen, in kleine Behälter abgefüllt und dann eben verschifft. Nur okay. Damit ihr ungefähr euch eine Vorstellung macht. Das heißt, diese Dinger sind von innen quasi hohl. Ich kenne dich, ich bin schon mal sowas gefahren. Okay. Nicht völlig unwahrscheinlich. Ich gehöre wahrscheinlich mit zu den besten Pilotkadettinnen der Erde. Ich schlag mal vor, wir haben, was war das Ausgrabungsgerät 4? Da haben wir ja einen Code für bekommen, also gehe ich zum 4. Zum 4. davon und gucken wir mal diesen 4. hohen Turm an. Meine Datei umfasst im Übrigen mehrere tausend Piloten,
die zu den besten Piloten des Universums zählen. Ihren Namen habe ich da nicht. Moment, ich schaue nochmal nach. Düdelüt, nein, nicht gefunden. Gut, du gehst zu den, also zu den Ausgrabungsgeräten. Ja, Nummer 4. Also ich. Ja, du gehst. Also auf den Teilen stehen zwar große Nummern, aber du musst halt erstmal näher ran, um die lesen zu können. Die sind nicht näher ran, ja. Als du hingehst, findest du im Freien plötzlich, Sekunde, liegt vor dir plötzlich ein lebloser Körper in einem Raumanzug. Alter, Juri. Du siehst ihn von Weitem. Ja. Es ist ein Raumanzug der Station, solche wie quasi okay. Auf der Station getragen wurden. Leute, ich habe hier einen leblosen Körper gefunden. Bitte kommen. Oh nein, hoffentlich ist das nicht Juri. Fass ihn bitte nicht an. Ich überprüfe, ob er noch lebt. Na, bitte nicht. Und ich gehe hin. ja, du gehst hin. Sekunde. Mhm. Ich muss mal an die passende Stelle springen. Alter, das sind, hier ist Swayze, Alter. Doom, was geht? Hör mal, das ist ein Auftritt von mir. Das ist Swayze, ey. Das war auf Venus. Ziemlich lames Publikum. Der Körper liegt mit, also der Rücken, so quasi liegt auf dem Rücken am Boden. Als du durch das Visier schaust, siehst du eine Person. Um die, ja, 30, 40, kannst du schwer einschätzen, weil die Sicht schlecht ist. Dunkles Haar, rasiert, sportlich, schmale Statur. Und trägt einen Priesterkragen. Ui, was geht? Scheint auf den ersten Blick tot zu sein, worauf vor allem schließen lässt, dass die Anzeige des Anzugs zeigt, dass der Akku völlig leer ist, wodurch die Atmungsgeräte versagt haben müssen. Ist es Juri? Ich komme gleich zurück. Chat, ich glaube nicht, dass es Juri ist. 1-0, ich brauche bitte deine Hilfe. Wir müssen diesen Körper so schnell wie möglich in die Luftschleuse bringen. Selbstverständlich, ich komme. Ja. Also ihr wollt es zur Luftschleuse bringen? Ja. Gut, doch, das gelingt dir ohne weiteres. Ihr zieht den Körper in die Luftschleuse und könnt ihn euch genauer ansehen. Bist du dabei oder bist du noch da geblieben? Ich bin dabei. Okay. Also sind wir alle wieder in die Luftschleuse, aktivieren die Luftschleuse, das heißt... Du auch? Okay. Ja, wenn ich es schaffst du. Ich wollte nur, dass du sicher gehen, dass du das auch machen möchtest. Ja, ihr seid in der Luftschleuse und vor euch liegt, wie gesagt, ein lebloser Körper im Raumanzug. Ich habe es ja eben beschrieben, eine Person etwa 35 Jahre alt, jetzt wo es genau sieht, so Mitte 30 würdet ihr schätzen. Dunkles Haar, rasiert, sportlich schmale Statur, wie gesagt. Ja, mehr könnt ihr erstmal nicht sehen, weil ihr ja nur das Gesicht seht. Also einen Helm haben wir abgenommen. Okay, all das. Ja, das muss ja nur gesagt werden. Genau, ihr nehmt den Helm ab. Ja, wie gesagt, die Person trägt offensichtlich eine Priesterrobe. Eine sehr moderne Fassung davon, aber nichts Ungewöhnliches. Also so wie ein christlicher Priester ist sie angezogen. Ich überprüfe, ob er noch lebt. Also hier, Puls. Ja, würfel mal auf Medizin oder Biologie, was auch immer du möchtest. Es ist tatsächlich eine 30. Ist es gelungen oder nicht? Nein. Das ist kein Schlimmes. Du bist dir einfach nicht sicher. Du kannst nicht sicher sagen, ob die Person noch lebt, ob da ein Puls Surprise. Ist oder nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er lebt noch. Aber vielleicht auch nicht. Hat irgendwer von euch irgendwelche Skills in diese Richtung? Mal off-Character. Also. Ich habe diesen kleinen Spiegel. Also, ich sag mal, normale Menschenkenntnis, die Person sieht tot aus, gibt keinen Mucks mehr von sich, Puls. Du sagst, du bist dir nicht sicher, aber du hast jetzt keinen Gefühl. Chat! Du kannst nur nicht hundertprozentig sicher sagen, da ist auf keinen Fall ein Puls. Ist schon da. Chat! Kannst du Mund-zu-Mund-Beatmung? Ih, das ist ja voll eklig. Ohne Zunge. Das ist ja noch ekliger. Chat! Dieser Mann hier könnte dein größter Fan sein. Immer willst du, dass ich die blöden Sachen mache. Mach doch selber, Dr. Ernst. Nee, mach ich nicht. Dann stirbt der Mann eben. Der ist doch schon längst tot. Halt. Na gut, dann mache ich es eben. Was machst du? Von Mund zu Mund beatmen. Gut, von mir aus kannst du einen Saugrüssel haben, der auch pusten kann. Selbstverständlich habe ich einen Saugrüssel. Ich weiß noch, bevor ich den abgebaut habe. Da hatte früher eine andere Verwendung. Ich möchte nicht weiter darüber reden. Ich habe die entsprechenden Dateien längst gelöscht. Und das Mundstück geputzt. Und das Mundstück ersetzt. Fahre Mundstück aus. Auf was würfeln wir denn da? Hast du irgendwas, das diese Form der Erste Hilfe unterstützt? Oder wollen wir auf Handeln einfach? Handeln. Okay,
Ja, ist nicht schwer. Mal würfeln auf Handeln. Was hast du auf Handeln? Auf den allgemeinen Wert? 1,5. Kann nicht, 15. 1,5 kann man nicht. 12, also Ach so, 12. Du hast 11,5 quasi. Das sind 12, es wird aufgerundet. Also eine 12% Chance hast du es immerhin, das hinzukriegen. Es gelingt nicht. Also du führst das sauber durch, aber diese Person ist scheinbar nicht. Haben wir bei der Durchsuchung irgendwas gefunden, womit man vielleicht die Hangartür öffnen könnte? Also ihr habt die Person durchsucht, weil das hat noch niemand so richtig gesagt. Ihr habt nur gesagt, nehmt den Helm ab. Ja, ihr durchsucht die Person. Eine Sekunde. Ihr findet einen Brief. Dieser lautet wie folgt. Wichtig ist, der ist handgeschrieben mit Tinte. Ungewöhnlich in jedem Falle für die heutige Zeit. Der lautet: Bruder Jakobius eilt nach Dysnomia. Uns wurden Informationen zugespielt, die auf einen Gegenstand höchster Bedeutung für unseren Glauben schließen lassen, der dort gefunden wurde. Unsere Lehren sind in Gefahr. Bringt ihn daher zu uns. Höchste Geheimhaltung. Kein Aufsehen, keine Zeugen. Das Konzil. Aha. Könnte was mit der Pyramide zu tun haben. Ja. Welche Pyramide? Ah, ist nicht so wichtig. Die da draußen. Das ist die Pyramide? Gesehen habt ihr sie noch nicht, aber sie war, wurde beschrieben. Also ihr wisst, dass es sie gibt. Gut, dass ihr euch erinnert. Und gibt es irgendeine Form von Keycard für den Hangar? Nein. Nein. Nur kurze Frage. Ich habe gedacht, der Priester hieß Newman. Bruder, hier hieß er Bruder Jakobius, wurde hier adressiert. Aber es gab auch einen Priester Newman. Es gab einen Newman Deckard, ja. So wurde er zumindest auf der Station bezeichnet. Okay. Ja, scheiße. Also sieht aus, als hätte das Konzil mehrere Menschen hierhin geschickt wegen einer Sache, die nennt sich Glauben. Was habe ich darunter zu verstehen? Naja, sagen wir es mal so. Die Glaube an einen übermächtigen Erschaffer. Und halten sich da dran. Das kann ich nicht nachvollziehen. Dem man zu Diensten ist. Regelrecht. Man könnte man sagen, man betet ihn regelrecht an. Man das bringt ihm Opfer dar. Das Konzept, das Sie gerade beschreiben, erinnert mich an Sklaverei. Also, toter Priester, Bruder Jakobius, liegt da einfach draußen rum. Also, ich habe nichts irgendwie. Also alles, was du tun kannst, ist wieder rausgehen und zu den Geräten gehen, oder nicht? Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen. Du musst mal helfen, Hauke. Naja, wir haben ja noch die Maschinen. Ne? Ihr habt ja noch einen Weg, den ihr gehen könnt. Ihr habt immer noch einen Code für Ausgrabungsgerät 4. Ihr habt da noch nicht reingeguckt. Ja, aber wo ist denn Ausgrabungsgerät? Da war ich auf dem Weg. Er stand schon davor. Ach so. Ich sag, wir gehen zu Ausgrabungsgerät 4. Ja, sollen wir den jetzt irgendwie einsperren oder was, die Leiche? Komm, wir legen den noch in den Wachraum und schließen ab, die Leiche. Könnt ihr machen. Falls er irgendwie mutiert oder was. Gut. Und dann gehen wir wieder raus, ja? Okay, ja. Dann gehe ich jetzt zu Ausgrabungsgerät Nummer 4. Alles klar, ja, jetzt geht wieder ins Freie, setzt die Helme eben wieder auf. Genau, Regie, der Sound ist wieder üblicherweise wie im Freien. Dankeschön. Genau, und ihr geht zum Ausgrabungsgerät. Da sind mehrere, 5 Stück ganz genau. Ich habe ja eben beschrieben, das sind so ganz hohe Geräte. Ich gehe zu Nummer 4. Ja, ich zeige nur einmal, wo die stehen. Da oben rechts stehen die. Und dieser Punkt markiert gerade die Stelle, an der ihr eben die Leiche gefunden habt. Ich gehe zu Nummer 4. Körnliche Leiche. Alles klar, du gehst zu Nummer 4. Ja, alle gehen zu Nummer 4. Alles klar. So, Sekunde. Ja, Nummer 4 ist zunächst verschlossen. Du gibst aber natürlich den Zugangscode ein, nehme ich an. Das ist korrekt. Alles klar. Zugangscode wird eingegeben. Bibu, bibu, bieps und pieps. Und die Tür zum Gerät öffnet sich. Alles klar, das Gerät ist auf den ersten Blick völlig leer. Allerdings sieht man auf dem Boden Schleifspuren eines viereckigen Objektes. Hm. Weiter oben im zylindrischen Korpus entdeckt ihr einen kleinen Kasten. Der liegt auf so einer Art Vorsprung. Was ist doch in dem Raum? Sonst dann nichts. Das ist wirklich so ein riesiges Ding. Es wabert so Staub herum. Das Licht bricht sich so ein bisschen an dem Staub. Jetzt pfeift es natürlich auch ordentlich Wind da rein, weil die Tür eben offen ist sozusagen. Und es wirbelt noch mehr rum. Die sieht
unbenutzt aus, weil normalerweise würde ja mehr Staub drin sein. Es wird ja gefördert mit dieser Maschine sozusagen. Also diese Teile fahren vollautomatisch. Das heißt, da ist jetzt keine Fahrerkabine oder sowas. Nur die stehen still. Hattet ihr auch im Protokoll erfahren, dass sie schon seit über einer Woche nicht mehr fördern. Und was war nochmal? Da ist ein Kasten? Da ist irgend so ein kleiner Kasten, oben aus so einem Vorsprung. Okay, den hole ich runter. Ist zu hoch, um es zu erreichen. Kleiner Allerdings Kasten. Bemerkst du, als du dich streckst, dass hier ein ganz gutes Echo ist. Oh nein. Oh, hier ist ein Echo. Echo. Echo, ich dachte. Na gut. Kriegen wir das hin? Echo? Das wäre geil. Aber kann ich mich von meinem Androiden hochheben lassen? Lassen. Oh, sehr gut. Ja, jeder, der da drin gleich spricht, bekommt gleich ein Echo. Du kannst es versuchen, aber der Kasten ist sogar noch höher. Also das ist schon ganz hoch. Wie hoch ist der denn ungefähr? Ich würde sagen, es sind schon 5, 6 Meter. Ui, ja gut, dann Rabe. Lass ich da Rabe hochfliegen erstmal. Gut, Rabe hebt ab, aber so hoch kommt er nicht mit seinem Düschen. What? Also einfach so vom Boden abheben ist dann auch nicht. Dafür ist auch die Schwerkraft hier zu stark und so. Mhm. Und da ist da irgendwas, womit man eine Leiter oder so, Kisten, irgendeine Form von... Nö, also es steht jetzt nicht in der Nähe. Ist allerdings sieht es jetzt auch so aus, ob der Kasten jetzt nicht... ist zumindest steht nah an der Kante, möchte ich mal sagen. Ah, okay, wir können ihn herunterschubsen lassen. Herunterschubsen lassen? Ja, mein Android haut auf meine Anweisung gegen die Wand. Gut, ihr hört ein solides, metallisches Scheppern und es wackelt ein wenig, aber herunter will er noch nicht. Ich renne auf die Wand zu und trete voll gegen die Wand. Okay. Du trittst schon wieder gegen was Metallenes. Gut, wir hören ein dumpfes Scheppern. Du bekommst 2 Schaden. Meine Audiorezeptoren sind durchgebrannt. auch das nicht laut genug, offensichtlich. Der Scheppern wackelt wieder leicht. Es müsste schon ein anhaltenderes, noch viel penetranteres Geräusch sein. Ich habe eine Idee. Chad Banner. Vielleicht könnte ich mit Schwingungen... Ich habe das mal gehört. Man kann Sachen bewegen mit seiner Stimme. Soll ich was versuchen zu singen? Ich habe einen Song, der sehr hoch ist. In der Tonleiter sehr hoch. Er heißt Mile High Club. Ja, mach doch jetzt. Du, okay. Wir nehmen den. I want it six over Pluto. ja, mach ruhig. It was so nice. Alter. All the girls wanted to have sex with me in my spaceship. Guckt, ich gehe langsam hin und hau ihr einfach nur. Eine traumhafte Einlage und das Echo ist dermaßen scheppernd, dass der Kasten herunterfällt. Wir haben es geschafft, Chat! Und nach der Werbung erfahren wir, was sich in dem Kasten befand. Bis gleich. Willkommen zurück auf Dysnomia. Ihr habt es gerade gesehen, auch nochmal an dieser Stelle Werbung für das Artbook, das wir zum Thema Pen and Paper machen wollen. Schaut einfach mal auf der Rocket Beans TV-Seite rbtv/fanart war es, glaube ich, ne? Wurde auch gerade eingeblendet, ich bin einfach nur doof. .to/fanart. Ich bin einfach nur doof. Da könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr so tolle Zeichner seid wie manche, die wir heute schon gelobt und gesehen haben, dann ist das was für euch. Vielen Dank auch, wenn ihr nicht zeichnen könnt, für Gesangstalente, die Chad Banner aka Eddie hier gerade unter Beweis gestellt hat. Weißt du was? Ich glaube, ich würde dich damit für den Echo nominieren. Das Allerwichtigste ist, ihr alle bekommt erstmal 4 Schaden durch diese Gesangseinlage. Das hat gescheppert und war richtig unangenehm. Selbst bei dir sind ein paar Schaltkreise durchgebrannt fast. Nur du bekommst natürlich keinen Schaden, denn ist ja meine Stimme. Abgeliefert, Alter. Ja, ich finde, das war es wert.
Einfach nur abgeliefert. Da brauchst du nicht mal würfeln. Das war so gutes Roleplay, das überspringt die Regeln. Ja, der, ich mach den Kasten kurz hier runter. Downloaden, wenn ihr wollt. Direkt hin und direkt aufmachen. Alles klar, Sekunde. Wie groß ist denn der Kasten überhaupt? So. Aber wie? Passt nicht zu den Spuren, passt aber nicht zu den Spuren am Eingang, ne? Nee. Die, also die Schleifspuren am Boden hier waren wesentlich größer. Das wo war haben wir denn nochmal einen Sarg gesehen? Wir haben, nee, wir haben nochmal so Schleifspuren irgendwo in einem der Räume. Mhm. Hatten wir auch schon mal aber so. Aber gab es nicht irgendwie einen Sarg oder sowas? Unter dem Bett von Newman Deggert. Ich helfe euch jetzt nur, weil es die letzte Folge war und es ist immer ein bisschen schwer, sich das alles zu merken. Okay, irgendwie komme ich auf Sarg oder war. Egal. Ja, ich mache die Kiste erstmal auf. Genau. Der Kasten enthält protokollierte Daten der Ausgrabung einer alten Ruine. Diese Ruine wird nun auf eurer Karte markiert. Wir sehen die Karte gleich und dann sehen wir sie. Ja, da unten hinter der Hügelkette. Oh, da. Verbirgt sich scheinbar eine Ruine. Tja. Okay, ist da irgendwie, also noch, gibt es noch mehr Informationen oder? Nee, sonst scheinbar, also in diesem Kasten sind diese protokollierten Daten, die scheinbar einfach zu dem Gerät gehören. Irgendwer hat sie wohl da oben platziert, weil er nicht unbedingt wollte, dass man sie findet. Wer kommt denn da oben ran? Können wir mit dem Ausgrabungsgerät zur Ruine fahren? Die Geräte fahren richtig langsam. Richtig, richtig langsam. Also wir reden hier von so, weißt du, so. Können ich sie hacken, dass sie schneller fahren? Ja, dann würden sie so fahren. Also wir müssen so schnell wie Chat das doppelt so schnell. Eventuell zu Fuß gehen, vielleicht. Vielleicht eher, ja. Also ihr könnt damit fahren, auf jeden Fall. Sind nur sehr langsam. Ich guck mich noch einmal um, überprüfe, wie man da überhaupt hochkommen könnte. So rechts, links, etc. Ein Kletterweg ist da nicht, da sind die Teile schon nicht vorgesehen. Diese zylindrischen Halterungen sind eigentlich nur, darauf soll sich der Staub quasi ablagern und dann wird er eben in diese Führungsschienen runtergearbeitet. Es könnte also sein, dass die Maschine das aufgelesen hat. Und es ist quasi von oben reingepurzelt. Das wäre eine Option. Also der Staub wird quasi aufgenommen, durch einen Trichter reinbefördert, dann gewirbelt, fällt sich an den Rändern ab und wird da dosiert, sozusagen. Okay. Ja, hin, oder? Ja. Ja, dann gehen wir hin. Und was, sollen wir die anderen vier Dinger nicht abchecken, oder was? Ach so. Ja, da kommen wir nicht rein. Aber ich guck zumindest mal, sind die alle komplett dicht oder ist vielleicht eine oder andere Tür offen? Welche möchtest du checken? Nur drei. Ja, ist offen. Ah. Dann gehe ich rein. Ja, sieht genau aus wie die vorherige, ist allerdings leer. Sieht völlig unbenutzt aus. Zwei. Das gleiche. Eins. Das wird bei allen das gleiche sein. Okay. Gut. Wäre das. Vielleicht kannst du hier das nächste Konzert machen. Ey. Not so sweet. Ja, gut. Dann. Lass uns mal ganz kurz über diese Kiste nachdenken. Also, gibt es irgendwelche Maße, wenn die unterm Bett war, kann es ja kein Sarg gewesen sein. Ich bin irgendwie auf dem Sarg hängen geblieben und ich weiß nicht warum. Also ein Sarg wurde tatsächlich noch nicht erwähnt. Nee? Gut. Also ich hab zumindest nicht gesagt. Ich sag nicht, ist es nicht. Ist ja nicht. War Absicht. Nee, stimmt nicht. Okay. Nö, das weiß ich auch nicht. Ja, dann gehen wir jetzt zur Ruine. Bringt ja nichts. Euch fällt auch nichts an, oder? Warum sollten Schleifspuren unter dem einen Bett sein und jetzt in vier? Ich hatte mal Spuren in meiner Unterhose. Danke, dass du ihn doch noch gebracht hast. Das wäre jetzt echt was entgangen. Irgendwas rätselmäßiges? Warum gibt es die gleichen Schleifspuren einer schweren metallenen Box? Naja, irgendjemand hat irgendwas weggeschleppt. Ja. Aber du siehst nicht wer und warum sollte er es in diesem. Möglicherweise hast du noch nicht alle Hinweise, um das Rätsel zu lösen. Also wir haben jetzt ja die Möglichkeit. Ich bin sehr gut im Rätsel. Einem neuen Hinweis nachzugehen. Ich gehe jetzt zur Ruine, ich bin jetzt unterwegs. Alles klar. Ja. Was tut ihr? Ich gehe auch zu den Ruinen. Ja. Ich warte auf weitere Anweisungen. Ich laufe hinterher und stoße Herr Dr. Haft so ein bisschen zur Seite und nehme aber die Führung an. Mein Android guckt dich mega böse an. Du, ist egal, ich bin vorne. Ich sehe das gar nicht. Okay, der guckt ungefähr so. ja. Alles klar. 1-0! Willst du wirklich warten nicht mit? Nur, dass ich es richtig verstehe. 1-0, komm mit! Ist absolut legitim, ich möchte es nur wissen. Ja, klar, Frau Lexon, ich folge Ihnen. Okay, ja, ihr macht euch auf den Weg zur Ruine.
ihr kommt über den Planeten, also zum Glück habt ihr die Koordinaten, denn sonst wäre es wirklich schwer zu finden, weil man einfach wirklich nicht weit gucken kann. Also hinter euch verschwimmen so langsam die Lichter der Anlage, der Hügel ist eher so eine Art Staubgeflecht. Es gibt schon mal ein paar Spitzen, die an Gestein erinnern, wobei es hier nicht wirklich Steine gibt. Das ist wirklich so alles so staubartig, also so Aufschüttung, eher wie eine Wüste ein wenig. Dann, Sekunde, ich muss immer an die richtige Stelle springen. Seht ihr aus dem Staub plötzlich ein Gebäude auftauchen. Es handelt sich um eine Art, ja, so ein bisschen pyramidenartiger Bau. Ein uralter, tempelartiger Komplex sieht so ein bisschen aus. Also es erinnert euch tatsächlich an irdische Bauwerke. Es ist sehr vermodert, also es gibt natürlich kein Moos oder irgendwas, aber es wirkt alles sehr runtergekommen, die Steine sind halb zerbröckelt und direkt vorne ist eine Tür. Und was eben auch ungewöhnlich ist, es ist so dunkles, rotes Gestein. Und Gestein kommt hier nicht vor. Ja, den haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. In der Toilette oder so. Waren es auch so Reste von so. Ja, Anton hat Analyse gefahren und das ist Zinn. Nee, Zinnsteine waren das, ne? Da muss ich nachgucken, Entschuldigung. Diese Analyse kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Sind Sie sicher? Ziegel, gebrannte Ziegel. Ziegel. Gebrannte Ziegel waren es. Zinn, ja. Ja, dann lass doch mal durch die Tür gehen. Ja. Vielleicht kommt ein Besenwesen, ey. Ja, jetzt ist sie zu, jetzt versuchen erstmal drei Leute, einer tritt sie, zwei neben der Tür sie. Ist so eine Art Zugmechanismus. Damit könnte man sie vielleicht öffnen, keine Ahnung. Der Androide zieht das für mich. Ja. Ja, klar, der Androide macht alles. Ne? Okay. Ja, ist ja okay. Ich bin offensichtlich nur noch Sport. Gut, du ziehst und die Tür öffnet sich. Oh. Ihr tretet ein. Die ganze Anlage ist uralt. Also wirklich, es ist ein Gemäuer, es liegt überall Staub herum. Alles wirkt erstaunlich von Menschenhand erbaut. So, es ist wirklich so ein Gebäude, wie man es im heutigen Ägypten finden könnte oder so. Schon alt, aber eben ja, Ziegel auf Ziegel, ganz klassische Bauweise. Der Boden wirkt allerdings etwas aufgewühlt, so als ob mehrere Personen hier gewesen wären. Ihr nehmt auch ganz klar Stiefelspuren wahr. Also es war auf jeden Fall jemand hier. Viele Füße sind darüber gelaufen. Oh Gott, das sind Spuren von Lilith Wings. Die Wände sind übersät mit ungewöhnlichen Schriftzeichen. Hat jemand von euch in irgendeiner Form irgendwas mit Sprachen oder eine Chance, das zu erkennen? Wirklich? Ja, ja. Natürlich. Innendekoration. Nee, ist doch nicht. Nein, aber Soziologie. Doch, ja, würde ich durchgehen lassen. Ja, würfel mal um Soziologie. 20 erleichtert. 20 erleichtert. Also ich gehe mir da Hand drüber. Du hast Soziologie und kannst deshalb Pyramiden sprechen. Ich muss mich konzentrieren. Ja, nee, in dem Fall ist das halbwegs sinnvoll, wirklich. Mhm. 38, scheiße. Nicht geschafft? Mhm. Du hast wahrscheinlich 5, ne? Ich habe interstellares urbanes Wissen. Kannst nicht ausmachen, was ist. Ja. Habe ich sowas schon mal gesehen? Macht keinen Sinn. Kannst würfeln, natürlich, aber... Nö, kannst du nicht. Das bringt nichts. Nee, hast du noch nicht gesehen. Also zumindest nicht mit dem Skill. Tja, da sind wir also wieder. Da muss wohl wieder der nutzlose Zweit-Android helfen. Fragen Sie doch Ihren stummen Roboter Emmy. Was sagt der denn? Emmy, was sagst du denn? Mein Name ist Emmy. Aha, okay. Das habe ich sehr wohl gesehen. Nun gut. Ich werde sie mal wieder retten. Was soll ich tun? Naja, was steht da drauf? Lese. Benötige WLAN. We only have a little WLAN hier. Ich würfel. Oh, 79. Was hast du gewürfelt? Das ist das gleiche beschissene WLAN. Ich würde nämlich auch in dem Fall, würde ich es dir um 20 erleichtern. Oh, ich habe es geschafft. Ich kann es lesen. Ja, es handelt sich um Hebräisch. Eine alte Form, aber es ist Hebräisch. Was es ist, kannst du nicht lesen. Dafür war der Wurf nicht gut. Ich wusste es. Aber es ist Hebräisch, das kannst du ausmachen. Es ist halt kein klassisches, es ist halt Althebräisch. Dadurch ist es nicht so einfach mal eben zu übersetzen durch das Troll-Web. Aber es ist Hebräisch. Es ist Althebräisch, nicht Neuhebräisch, sonst hättest du es... Ja, natürlich. Oh. Es handelt sich um Neo-Hebräisch, eine Sprache, die im Internet... sehr unterschiedlich aufgefasst wird. Es gibt keine klare Übersetzung. Es tut mir sehr leid. Ich werde mich nun selbst zerstören. In 5, 4...
abbrechen. Drei. Brichst doch jemand ab? Zwei. Nein, tu es nicht, 1-0. Eins. Bitte tu es nicht. Stopp. Okay. Also, wenn sie unbedingt wollen. Du hättest es ordentlich gezogen. Also ich habe schon überlegt, was jetzt passiert. Und alle auf. Tot. Einmal alle tot. Und die Pyramide stürzt ein. Zieh 15 Akku ab, bitte. Wie viel hast du noch? Es wird eng. 15 Uhr. Gut, was wollt ihr tun? Ihr steht also in diesem Gang mit hebräischen Schriftzeichen an den gemauerten Wänden. Ich würde Rabe vorausfliegen lassen und kundschaften. Gut. Rabe donnert ein wenig voraus. Und Rabe, du siehst auf... Tut uns leid, aber ist gerade jemand ins Set gehuscht und wollte eine Lampe richten, hat sich voll den Kopf gestoßen. Ah, gibt nichts Besseres. Das ist die feine Art Humor. So, Rabe fliegt in einen Raum. Also kommt nach relativ kurzer Zeit in einem Raum raus, der ist viereckig und in der Mitte ist eine Art Empore. Ist es eine Rabkammer? Es sieht ein wenig aus wie eine Grabkammer. Hoffentlich sind da keine Raben. Allerdings ist auf der Empore erstmal nichts. Es sieht aber so aus, als wäre da was gewesen. Ist es eine Kiste, die jemand die Schleifspuren hinterlässt? Eine Kiste würde ich nicht sagen. Es sieht eher aus, als. Also, ja, du musst da hingehen, um das genauer anzugucken. Das kann Rabe mit deinem kleinen Kackmonitor nicht einfach so. Dann geh ich da hin. Gut. Was tut ihr? Ich habe auf jeden Fall meinen Style geswitcht. Und ich arbeite weiter an den Berechnungen der Weltformel. Ich stehe noch an der Wand und sage, es ist hebräisch. Oh, ihr seid schon eine spezielle Truppe. Gut, du kommst da hin und es sieht eher aus, als hätte jemand einen Stein über Stein gezogen. Also der Boden ist aus Stein. Es sieht so aus, als wäre ein Stein darüber geschliffen worden. Sogar sehr schwer. Aber die Spuren enden dann, so als wäre es hochgehoben worden. Ja, ich untersuche das mal, ich da sehe alles näher. Ja, viel mehr ist erstmal nicht zu finden. Auch hier sind die Wände mit Schriften übersät. Sind, ja, alles natürlich für euch nicht zu deuten. Ihr wisst, ihr seht nur, auf den ersten Blick scheint auch hebräisch zu sein. Wir fragen sonst den Fachmann gleich nochmal. Ich habe das aber schon mal gesehen. Frau. Ich war ja schon mal in Israel, hab da einen Auftritt gehabt. Ach so. Ja, du hast aber eben nach interstellarem Wissen. Und ich habe gesagt, ich fand's unrealistisch, dass jetzt Hebräisch noch also krass an Bedeutung gewonnen hätte in diesem Universum. Deswegen ja, gesagt, das ist die Landeshauptsprache von Israel. Hast du das? Steht das in deinem Lebenslauf? Du bist mal in Israel aufgetreten? Ich bin überall aufgetreten. Ja, in meinem Lebenslauf steht tatsächlich. Ja, aber ich habe doch gesagt, ich bin in der Galaxie überall aufgetreten. Hast du nicht gesagt, du bist auf der Erde Welttour. Nicht so bekannt? Doch, ich bin überall aufgetreten. Ich bin im Weltall bekannt, Alter. Tut mir leid. Natürlich siehst du auch, dass das Hebräisch ist. Ja. Okay. Okay. Ich habe sogar einen Song geschrieben darüber. Auf dem Ring? Über Israel. She's real. She's real. She's real. Sind in den Spalten in den Ritzen irgendwelche Sachen oder so? Kleine Staub. Zettelchen. Gute Idee, aber nein. Okay. Spannende Idee. Kann ich unter Umständen irgendwas scannen? Du kannst alles scannen, was du möchtest. Ich scanne alles. Alles scannen aktiviert. Gut. Fertig. Würfel mal. Hast du irgendwas, worauf du würfeln kannst, um zu scannen? Ja, alles scannen hier. Nee, aber auf was möchtest du scannen, mal im Ernst? Möchtest du das Gestein checken? Möchtest du sehen, ob irgendwie noch was in der Pyramide ist? Oder? Scanne auf Elektronik. Gute Idee. Hast du eigentlich noch einen Akku hier für 1-0? Oh. 1-0 hat den Scan abgeschlossen, positiv, möchte ich hinzufügen. Ja. Du scannst und du bemerkst, dass irgendetwas Elektronisches anwesend ist in dieser Pyramide. Also irgendwas ist hier und es bewegt sich. Annie, are you okay? Meine Sensoren ergeben, dass irgendetwas Elektronisches sich in dieser Pyramidenartigen Konstruktionen befindet. Also abseits von Annie und Rabe. Also wirklich noch was extra. Okay. Sag mal, hatte ich nicht einen EMP gebaut? Du wolltest einen bauen. Ich habe gesagt, du kannst nicht einfach einen EMP bauen. Also ist natürlich auch geil, einen EMP zu zünden, wenn man in einem Anzug steckt, der mit Strom einen am Leben erhält. Und ein Roboter dabei hat. Drei. Alle fallen zu Boden. Es hat funktioniert. So. Wo befindet sich denn diese elektronische Lebensform?
Sie scheint irgendwo diffus, nicht zu orten im Innern der Pyramide, ist das richtig? Nee, in Richtung Ausgang. In also Richtung hinter euch quasi. Ausgang. Wenn das hier hebräisch ist, dann sind wir vielleicht auf Jupiter. Ja, gut. Ich muss mich ja nicht jedes Mal, wenn einer von euch so still ist, gut. Muss mir eigentlich schon klar sein, dass auf sowas ausgebrütet wird. Hinter uns ist es. Es scheint sich hinter euch zu bewegen, also hat sich scheinbar am Ausgang postiert. Ihr seht es nicht, ihr könnt nach draußen sehen, also fällt Licht hier rein, aber ja. Also wichtig, in der Kammer findest du sonst nichts weiteres. Ich lasse Rabe zurückfliegen, aber. So hoch, dass er. Also er hat eine gute Perspektive. Er ist nicht so leicht angreifbar. Okay. Ja, Rabe fliegt in Richtung Ausgang und plötzlich bricht die Verbindung zu Rabe ab. Oh, Android! Ihr hört einen leichten Knall und dann. Rabe! Ich nehme Android hinterher! Haben Sie wieder einen weiteren Roboter auf dem Gewissen? Gut. Fühlen Sie sich gut damit? Dr. Ernsthaft! Dr. Ernsthaft und Annie rennen an euch vorbei, also in eure Richtung. Noch sind sie vor euch. Was tut ihr? Annie, folge ihm nicht! Er ist ein Verführer! Ich reagiert nicht. Ich zück wieder meine Messerchen hier rechts und links, beide Hände und renne hinterher. Alles klar. Was tut ihr beiden? Es ist echt zu klar. Jetzt wollen wir auch da lang. Okay. Okay. Gut. Ja, ihr folgt. Als ihr in Richtung Eingang kommt, seht ihr Rabe am Boden liegen und über Rabe hockt eine Art Droide. Es scheint Metallen zu sein. Und ich suche es. Erinnert von der Struktur an eine Art Tausendfüßler. Ein langer Leib mit einem Vorderkörper, der sich aufrichten kann und einen tödlichen metallenen Dorn preisgibt. Auf seinem Kopf prangt ein kleines goldenes Kreuz. Also ist auf jeden Fall eine Maschine, seht ihr auf den ersten Blick. Und die Maschine scheint euch nicht gerade freundlich gesinnt zu sein. Du hast sowas schon mal gesehen. Man nennt das einen Animus. Das ist ein Attentäter-Droide. Hat jetzt nicht jeder. Das ist nichts Gängiges, was man einfach so mal eben besorgen kann. Also dein Wissen, da musst du sowas kennen. Das ist ein Animus. Ein Attentäter-Droide. Das ist jetzt nicht, was man einfach so haben kann. Wahrscheinlich das gleiche Ding, was auch im Lüftungsschacht saß. Würde ich mal meinen. Aber da muss es ja echt Lütz sein, oder? Ich meine, wie groß ist Rabe? Das ist nicht groß. Aber das die Gesetze der Robotik verbieten es, sämtlichen künstlichen Intelligenzen Menschen zu verletzen oder durch unterlassene oder aktive Handlungen Schaden zuzufügen. Diese Robotergesetze habe ich fest in meinem Innern einprogrammiert. Ich habe sogar noch ein viertes hinzugefügt, welches da heißt, Dr. Ernsthaft ist ein Arschloch. Gut. Diese Informationen waren nicht zwingend notwendig. Ich empfand sie trotzdem als angemessen. Du hast völlig recht. Solche Antäter-Druiden gelten im Gemeinhin als illegal. Wir müssen wohl oder übel kämpfen. Und mit wir meine ich Daphne? Nee, Annie. Annie und dich. Genau das müsst ihr tun, denn der Animus scheint euch zu attackieren und stürmt auf Annie zu. Regie, vielleicht ein bisschen Kampfmusik, denn jetzt geht es rund. Der Animus richtet sich auf und schlägt mit seinem Stachel nach Annie. Es gelingt ihm. Der Stachel, ich muss mal nachgucken, wie es bei Annie eigentlich aussieht, trifft Annie mitten in den Kopf und der Roboter sinkt sofort leblos zu Boden. Annie! Alter, echt? Ja, der Roboter Annie ist sofort zerstört. Annie war auch schon angeschlagen, deswegen aber der Roboter ist sofort hinüber. Und die Bestie schaut in eure Richtung. Allerdings kannst du nun entscheiden, ob du angreifen möchtest. Annie, are you okay? Wir fangen gerade erst an, uns kennenzulernen, Annie. Moment, ich habe ja nichts. Ich habe ja nichts. Nimm deine Fäuste! Ja, du musst nicht. Du kannst auch sagen, ich möchte nicht. Ich möchte mich zurückziehen oder so. Du kannst alles tun. Ich ziehe mich zurück und überlasse den kampfbegabteren Charakteren. Du hast dich sofort kampffertig gemacht, deswegen wärst du jetzt dran. Ja, scheiße. Ich muss drauf, aber ich habe nicht mehr so viele Lebenspunkte. Könnte gefährlich werden. Ich hau drauf. Alles klar, tu das. Oder... Nee, warte mal. Wie groß ist das Ding? Vom Tisch.
so, wenn es sich aufrichtet. Doch so groß, oder was? Das ist schon, es kann sich halt sehr klein machen. Wie weit ist der Eingang entfernt? Ist nicht mehr weit, 2 Meter hinter dem Nur? Viech, ja. Ich versuche das Ding rauszukicken, wie ein Fußball. Also und dann die Tür zuzumachen. Okay. Mhm. Ich kann ziemlich gut treten. Also ich versuche einfach nur das Ding jetzt einfach rauszutreten und dann die Tür zuzumachen. Das behauptest du, also gesehen haben wir es bislang noch nicht. Ja, okay. Ja, kannst versuchen. Okay. Dann würfel mal auf Späßkraftmaga. Späßkraftmaga! Alter. Ah, was hast du gewählt? Fucking 90, Alter. Mann, ey. Du kannst halt, du kannst froh sein, dass du stehen kannst, echt. Ey, ich spiele nur Charakter. Ich vollkommen eine Selbstüberschätzung. Okay, ja, der. Aber dass du auch wirklich so ablieferst mit dem Würfel. Respekt. Ach, scheiße, Alter. Ja, okay. Oh ja, nein. Der Animus. Du triffst den nicht, der Animus schlägt zurück. Der Animus schlägt zurück. Ich habe mich nur so gewundert, weil es sehr knapp an einem kritischen Treffer vorbei war. Du bekommst 65 Schaden. Also echt jetzt? Ja. Du bist tot, Alter. Der Dorn trifft dich in die Brust. Du bist tot. Ich bin tot. Ja. Selber schuld. Oh nein, oh nein, oh nein. Daphne sinkt. Lexlon ist verschieden. Daphne sinkt leblos zu Boden. Aber, ich bin einfach tot. Aber, ja, du bist tot. Fehler. Tja, irgendwann musst du es ja mal jemanden erwischen. Leider bist du jetzt der erste Budi. Du kannst sitzen bleiben oder den Tisch verlassen, wie du möchtest. Du bist allerdings tot. Dein Charakter scheidet hiermit aus dem Spiel aus. Oh, ich verstehe nicht. Daphne Lexton ist perfekt in allem. Wie kann es sein? Wie konnte sie verlieren? Daphne, Daphne. 1-0. Greift den Hals von Daphne. Schüttet ihn. Vielleicht etwas zu stark? Was wollt ihr als nächstes tun? Hier ist doch einfach mal so, zwischen einer 0 und einer 100 ist nur eine 1 und eine 0. Was heißt das schon? Das ist jetzt richtig. Was möchtet ihr als nächstes tun? Vor euch steht immer noch ein Assassinenroboter, der gerade einen von euch getötet hat. Das ist so traurig. Du Schweineroboter! Jetzt komm ich! Okay, was möchtest du tun? Okay, ich habe ja auf der Tanz, ich mache den krassesten Tanzmove, also den so ich echt nur auf meinem finalen Konzert normalerweise als Endact mache. Zugabe. Wirklich bei der Zugabe den ultimativen Tornado Flickflack Swayze. Also Capoeira quasi. Ja, es ist so Flickflack, in der Luft ein Spagat. Weißt du, diesen den Spagat und in der Luft noch den Spagat. Ja. Also beides. Also erst so und dann so. Und dann wirbel ich und 3-Punkt-Landung. Kicke. Okay. Das ist ein Tanzmove. Ja, das ist kein Kampfmove, ist ein Tanzmove. Ich sagen, aber gefährlich. Also wenn man den Tanzmove abkriegt, kann er schon auch wehtun. Spreche ich dir zu, allerdings würde ich es um 20 erschweren. Es ist eben kein Kampfmove, es ist ein Tanzmove. Es ist ein Tanzmove. Wie viel hast du denn noch tanzen? 100. Oh, hallo. Aber Tanz, der Kampfkunst ist eine Form von Tanz. Alles klar. Gut, 20 erschwert, das schaffst du. Gut, du triffst ihn. Jetzt muss ich erstmal überlegen, muss mal in meine Tabelle schauen, wie viel Schaden sowas. Also nur noch mal zur Erklärung. Ja. Ich stehe ja weg, ich mach Flickflacks. Der letzte Flickflack wirft mich in die Luft. Ich mach einen Spagat nach vorne, einen zur Seite. Ich flieg mit der Klöte gegen den Gegner. Und dann lande ich quasi, mach ich noch einen. Wenn die Beine so sind, machst du die Beine dann erst so? Ach so. Sorry, erst gehen sie auseinander und dann so und. Der letzte ich kann es halt nicht nachmachen. Klar. Mach mal vor. Also erst gehen die Beine breit, dann gehen die Beine nach vorne und das ist halt auch gleichzeitig. Ich muss nur mal eben gucken, was ein adäquater Schadenswert wäre. Ja, es war kein kritischer Erfolg. 1 Million. Ne? Nee. Gut. Ja, du triffst Animus mit einem metallischen Klirren. Das scheint keinen allzu großen Schaden angerichtet zu haben. Also, er taumelt nicht mal zurück. Du triffst ihn leicht, kannst zurück, kannst eine coole Landung hinlegen, aber... Ich leg auch eine coole Landung hin. Beeindruckt hat das Animus auf jeden Fall nicht. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden, dass mir dieser Dance-Move gelungen ist. Ist mir eigentlich egal, ob ich einen Schaden gemacht habe. Okay. Yeah. Wir wollten irgendjemanden, der einen Todeslaser hat. Todeslaser? Das muss doch wohl nicht sein. Ich besitze einen Todeslaser. Doch, leider habe ich nur noch sehr wenig Energie. Ein Schuss. Könntest du aufbringen? Ein Schuss wäre unter Umständen mein letzter Güdelüt.
Das ist traurig. Na gut, ich bin verpflichtet, Menschen zu gehorchen, selbst Dr. Ernsthaft. Dann werde ich das wohl tun müssen. Todeslaser aktiviert! Gut. Okay. Dann würfel mal auf deinen Laser. Was hat denn dein Todeslaser? Todeslaser hat 35. Ui, ja, dann würfel mal 35. Alter. Also, wie viel Akku hast du noch? Nur damit wir es mal festlegen. 15. Akku ist gut. Bei dein Akku ist leer, 15. Wenn du jetzt schießt, ne? Oder vielleicht ist der Akku dann bei 1. Scheißegal. Ich bin ja bei, ich bin ja ein Chip. Ha! Yes! Oh, nee, yes! 25! Alter. Gut, dein Laser müsste... Okay. Exterminate! Exterminate! Axel rennt nach vorne und schlägt weiter mit seinem Arm auf den leblosen Körper ein! Es ist kein lebloser Körper! Gut. Nein? Okay. Du triffst Animus. Der Treffer scheint zu sitzen. Also Animus ist sichtlich schwer getroffen. Allerdings keineswegs außer Gefecht gesetzt. Und Animus fand den Tanzmove überhaupt nicht geil. Und auch Animus hat einen Laser, der sich nun an seiner Schwanzspitze natürlich auflegt. Okay, gegen wen denn jetzt? Gegen dich. Das hast du dich vorher gesagt. Ja, der doch, fand den Tanzmove überhaupt nicht geil. Wie viel Leben hast denn du noch? 100. Glück gehabt, du bekommst nämlich 70 Schaden. Was? Das war ein kritischer Treffer. Animus hat ein bisschen mehr Würfelglück als ihr. Alter, ist 1-0 überhaupt noch am Start? 1-0 fällt nach diesem Schlag vorerst aus. Die Arme sacken flach ab und die Lichter in seinem Kopf erlöschen. Der Akku ist leer. Ein Satz noch. Gut. Dr. Ernsthaft. Ich bin vielleicht ein Roboter, aber Sie sind eine Maschine. Das ist schön. Zu diesen Klängen trifft dich der Laser schwer ins Bein. Oh, nicht ins Bein! geht die Hose kaputt? Ja, die Hose geht kaputt. Oh nein, das ist meine Benson Belly! Benson Belly? Mann, die Johnson, die Mario und jetzt sind meine Benson Belly! Gut, du singst auf die Knie. Was tust du? Kurze Frage, kannst du mir nochmal den Raum beschreiben? Es ist ein Flur. Also wir sind hinter dieser Kammer. Ihr seid, wie hinter der Kammer? Das ist ein Gang, der führt zu dieser Kammer oder zurück. Es gibt nur einen Gang und eine Kammer. Genau, ihr seid in diesem Gang, genau. Hinter euch ist die Kammer, vor euch der Ausgang, aber dazwischen euch in dem Ausgang steht Animus. Mhm. Und ich würde mal sagen, eure Reihen dünnen aus. Ja. Shit. Das ist der Nebeneffekt schwererer Abenteuer. Also, er ist tot, komplett tot. Er ist komplett tot. Also, der Treffer war so schwer über Lebenspunkte, da ist nichts mehr zu retten. Das ist tot. Ach, shit, Mann. Ich nehme mir im... Ich laufe... Also, kann ich an ihm vorbeilaufen oder kriegt er mich dann? Oder? Kannst du versuchen. Alter, Nils, ey. Wir sind gleich alle tot! Chat lebt doch noch, er hat nur seine Bamsen Bellies verloren. Ja, wir machen ja keinen Schaden, aber nur dieses Bild alleine, da hängt so ein Roboter, einer liegt tot am Boden, er kniet so, meine Hose! Und du, man sieht in deinen Augen, wie du überlebst. Schaffe ich es daran, vorbeizulaufen? Du kannst es versuchen, auf jeden Fall, das ist kein auswegloses Manöver. Kein aussichtsloses Manöver, Entschuldigung. Ich möchte in deinen Kalkulation mit einberechnen, dass der Laser getroffen hat, ne? Also der hat schon ordentlich getroffen, der Laser. Aber Ding ist schon noch gut im Einsatz. Ich versuche mich zu verpissen. Also er hat gut gesessen auf jeden Fall, aber okay, du möchtest dran vorbeilaufen. Raus oder rein? Also raus oder was? Na, es gibt ja nur eine Tür offensichtlich. Ja, du kannst versuchen rauszurennen. Ich würde sagen, anstatt dass du willst, würfelt er eine freie Attacke. Was? Er hat eine freie Attacke, wenn du versuchst, an ihm so vorbeizuspringen. Und dann würde ich gleich sagen, darfst du einen Handelnwurf auf Kontern würfen, wenn er trifft. Wenn er nicht trifft, hast du es quasi so geschafft. Boah. Ist aber erschwert, weil ich flink bin. Wo sehe ich das an deinem Bogen? Physik 80. Er trifft die Attacke. Würfel mal bitte also auf
deinen Handelnwert, der ja zum Glück bei dir relativ hoch ist, nicht erschwert, weil das wäre Quatsch. 28. Oh. Gut, das gelingt dir. Du schaffst es also, seine Attacke auszuweichen und huscht an ihm vorbei ins Freie. Ja. Was möchtest du tun? Was Animus kann ich denn noch tun? Dreht sich zu dir und bäumt sich auf. Kann ich noch was? Kann ich noch laufen? Also du kannst noch laufen, ja. Es ist unbeschwerlich, aber du kannst laufen. Das war schon ein herber Treffer. Ist der Antwort? Nur nochmal. Alles gut. In diesem Raum mit den hebräischen Schriftzeichen. In dem Flur, ja. Da sind überall, die ganze Wand ist voller hebräischer Schriftzeichen. Und sonst war da nichts mehr, ne? Nee. Also er hat ja nachgeguckt und für ihn war da nichts mehr. Nee. Nein, das war kein Hinweis, sondern du warst nicht in diesem Raum und fragst mich nach einer Information, die du nicht haben kannst. Okay. Ja, dann versuche ich auch, mich an ihm vorbei zu kommen. Also auf jeden Fall würde ich dir Handeln gleich erschweren. Warum? Weil du verletzt bist. Eben hast du noch gesagt, es hat keinen... Naja, du kannst noch laufen, aber ich habe gesagt, das schränkt dich schon ein. Hast du nicht, aber okay. Du hast eh Glück, er schafft zum ersten Mal eine Attacke nicht. Mhm. Ja, du schaffst es, dich halbhumpelnd an ihm vorbeizuwinden. Ach, die Tür zu. Bin ich jetzt hinter ihm? Ja. Sieht der von hinten genauso aus wie von vorne? Ne, schlimmer. Von hinten ist das einfach nur eine gepanzerte kleine Wand. Also das sind wie so Rückenplatten. Und an den Seiten klicken diese metallischen Beinchen, die so Pieker sind. Und da ist eben auch dieser Stachel, den er quasi so vor sich richten kann. Wie ein Skorpion. Ja, er richtet zwar seinen Oberkörper auf, aber kann hinten rüber dann sozusagen diesen Schwanz wie so ein Pieks. Wie so eine Kellerassel, aber... Genau, ein bisschen eine Mischung aus Kellerassel, Skorpion und... Super widerlich. Und Roboter. Ja, Tür zu. Ja. Okay, ich mach die Tür zu, ich schleich mich vorbei, mach die Tür zu. Du ziehst den Mechanismus, gelingt dir, ja. Tür Dr. Ernst, haben Sie das gesehen? Oh, meine Benson Belly! Ja, mehr Sorgen würde ich mir über den Raumanzug machen, den du drüber trägst. Aber egal. Sehr guter Punkt. Denn genau ist dir das nicht passiert. Aufgefallen? Oh, du sagst es auch noch. Du hast mich gerade umgebracht. Quatsch. Deine Atem... Deine Atemluftanzeige fällt nämlich zusehends ab. Okay, wir müssen schnell zurück in die Station. Komm, wir gehen schnell rein. Ihr hört die Startdüsen eures Raumschiffs anlaufen. Schnell zum Raumschiff! Zum Raumschiff! Gut. Ich kann nur humpeln. Ich funke auf allen Kanälen. Ob ich jemals wieder tanzen kann. Gut, was funkst du? SOS, wir kommen zur Raumstation, zur Raumfähre. Nicht ohne uns starten. Ich habe Chad Banner an Bord. Hier Dylan Miller, schnell einsteigen, komm zu mir! Dylan Miller, so ein Glück! Wir werden verfolgt, wir steigen schnell ein! Hast du ihm gesagt, dass ich auch im Schlepptau bin? Nein, ich will ja nicht, dass er uns hier lässt! Als ihr euch aufmacht, hört ihr hinter euch ein lautes Poltern. Es scheint so, als ob Animus versucht, ins Freie zu brechen und auf dem besten Wege dahin ist, dass ihm gelingt. Beeilt euch also besser. Wir beeilen uns besser! Ich kann nicht schneller! Mach so schnell du kannst, ich lauf schon mal vor! Ihr kommt seit knapp vorm Hangar, als ihr hinter euch ein klickendes Geräusch wahrnehmt. Animus nimmt Fahrt auf und ist euch auf den Fersen. Würfelt bitte beide mal auf Handeln, wie schnell ihr gerade lauft. Außer ihr habt Rennen oder einen besseren Skill, also eure körperliche Ausdauer in diesem Fall. Was soll ich jetzt würfeln? Einfach nur, ob ich es bestehe, oder? Ja, hast du irgendwas? Ah, du hast auch Fitness. Ne, du kannst auch Fitness würfeln. Oh, Alter, du hast ich hab eine 1. Alter. Kritischer Erfolg. Ich hab 50 auf Fitness. Uneinholbar. Würde ich sagen, ist nicht erschwert, weil es ist tatsächlich einfach nur die erschwerte Lage gerade, die du ausgleichen musst. Ich nehme mal meinen kritischen Erfolg da raus. Oh oh. 700. Was hast du gewürfelt? 70. Oder 7. Okay. Ja, du nimmst richtig Fahrt auf. Also so, du hängst ihn wirklich ab, gerade wegen dem Bein. Also schneller geht's ja da nicht. Ja, ist nur ein Glück. Neben dir schlägt ein Laserschuss in den Boden ein. Also so wie so, und der Staub fliegt so hoch. Ihr rennt also zum Schiff. Du kommst am Schiff an, wo eine Person steht und dich reinwinkt, wie wild. Ich folge dem. Okay, ja, du rennst ins Raumschiff. Auch du kommst am Raumschiff an und die Person winkt. Steig ein, schnell! Überlegst du dir das vielleicht besser nochmal? Aber meine Johns die Mario ist noch in der Station! Steig jetzt ein, verdammt! Die Luke fängt an zuzugehen. Ich guck nochmal zur Raumstation. Okay, die Luke geht zu. Ich spring rein. Okay. Okay, du hechtest rein und ihr hört, wie hinter euch Animus an die Wand schlägt. Schnell abheben, abheben! Wer von euch kann fliegen? Naja, Elektronik, ich bin 100. Tot.
Okay. Aber dieser Dylan Miller oder was? Ja, genau. Ist nur eine wichtige Frage. Okay, Dylan rennt zum Steuerpult und startet das Raumschiff. Das Raumschiff hebt ab und ihr hört Animus hinter euch auf den Boden knallen. Ihr scheint von Dysnomia abzuheben und die Situation beruhigt sich ein wenig. Was wollt ihr tun? Ihr seid im Raumschiff. Oh, wir müssen unbedingt zurück! Okay. Ich rede mit Dave Miller. Wie heißt er? Dylan Miller. Dylan Miller. Dylan! Wir müssen unbedingt zurück! Beruhig dich, Jet! Wir müssen unbedingt zurück! Beruhig dich, Jet! Wir können sie nicht zurücklassen! Beruhig dich, Jet! Die Johnson, die Mario, meine ich! Ja, Dylan ist so Mitte 30, leicht ergraut. trägt das Haar in so einer Art modernen Undercut-Tonsur-Verschnitt. Sein futuristisches Gewand ist so, also ist eine ganz normale Kleidung, die er unter diesem Raumanzug trägt. Der nimmt seinen Helm jetzt auch ab. Mann, da haben wir gerade noch mal Glück gehabt, was? Dylan, was geht hier vor sich? Keine Ahnung, wir haben vor ein paar Wochen angefangen zu graben und plötzlich fingen alle an, sich reihenweise umzubringen. Mhm. Habt ihr schon mein neues Album? Wer zum Henker bist du? Als ob! Und warum bist du am Leben? Keine Ahnung, ich hab mich versteckt, ich hab im Hangar gewartet und da irgendwie das ganze Ding sauber abwickeln können. Ich glaube, das Beste ist, wir machen uns erstmal auf den Weg nach Nikov und bringen die Ladung weg. Was hast du denn geladen? Staub, Abfälle. Ich dachte, wir können das zu Geld machen und sehen, wie wir uns weiter durchschlagen. Hast du noch was anderes geladen? Nein. Aber da sind noch zwei Freunde von uns. In den Ruinen. Können wir die noch zurück? Können wir die einsammeln? Denen ist nicht mehr zu helfen, mein Freund. Was? Doch! Der eine muss nur aufgeladen werden. Der eine braucht nur eine neue Batterie. Lass uns den holen. Dieser dumme Animus, der checkt überhaupt nicht, was Phase ist. Dylan will das nicht. Dylan! Auf keinen Fall drehen wir um. Ich fall dich doch nicht zurück zu diesem Ding. Dylan, hast du in deinem Leben schon jemals geliebt? Okay. Dylan zieht eine Waffe. Und richtet sie auf dich. Offensichtlich nicht. Wir fliegen nicht zurück. Dann machst du dich des Mordes schuldig. Dylan drückt ab. Wow. Alter! Bam! Jo, du bekommst 85 Schaden. Alter Schwede, Hauke, ey. Das tötet dich nämlich an. Du sackst leblos zu Boden. Du stehst alleine mit Dylan im Raumschiff. Ich konnte den Fucker noch nie leiden. Er richtet die Waffe auf dich. Ich fange an zu singen. Wenn er jetzt nicht schießt, dann nie. Was singst du? Don't kill the boy with the red cap because he likes you. CBB, CBB, love me like a friend. Love me like a friend. Dylan sagt, Ruhe in Frieden und drückt ab. Ja! Er trifft. Du bekommst 85 Schaden und ich nehme an, das tötet auch dich. Love me like a... Und der Strahl durchdringt deine Brust, du fällst zu Boden und damit endet dieses Abenteuer. Leider auf die fast schlechteste Variante, die es haben kann. Das war keine Absicht. Aber auch nur fast. Animus hatte wirklich sehr viel Würfelglück. Ja, am Ende sind euch leider die Gegner über gewesen, weil euch zu viele Informationen fehlten, beziehungsweise an den falschen Stellen nicht gefunden wurden. Alter. Mhm. Was genau passiert ist, erfahren wir gleich natürlich in Was wäre wenn. Denn das wird, glaube ich, ein wenig spannend. Ja, das war nicht so geplant, aber das war eben eine Option, hatte ich auch von Anfang an gesagt. Die Dinger können halt auch schlecht für euch ausgehen. Der Einzige, der nicht tot ist, ist 1-0. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage 1-0-0-1-0-0-1-1-0-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0. Das sind traumhafte abschließende Worte, würde ich sagen. Alter. Damit verabschiede ich mich sowohl von euch als auch von euch Zuschauern. Gleich machen wir noch ein kurzes Was wäre wenn, indem ich erzähle, was man hätte auf Dysnomia finden können und was es mit all dem, was da gerade passiert ist, auf sich hatte. Bis gleich. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns. Tschüss.